Hallöchen. Hallöchen, Popöchen. Hi. So, ich bin wieder da. Hallo zusammen. Hi Puzzles. Hi Panda. Hey, David, vielen, vielen Dank für dein Sub im 5. Monat. Dankeschön. Super nett von dir. Hey Puzzles. Hey Silica und Helter Skelter und René und Gromdorn und Susi und Vampire Girl. Hi alle zusammen, alle die jetzt da sind, auch die ich vielleicht übersehen und vergessen habe. Wie geht's euch? Ich hoffe, dein Urlaub war erholsam. Ja, also ich habe jetzt nicht irgendwie, wisst ihr, ich bin jetzt nicht einen Monat rumgelegen und habe nichts gemacht. Insofern, ich habe den Kopf frei bekommen. Na, das ist ziemlich gut, aber ich habe halt viel am Haus gearbeitet, viel renoviert. Aber wisst ihr, nachdem ich irgendwie, ich habe mir ziemlich lange eine Auszeit genommen, ne, über 4 Wochen. Und die erste Woche war ich noch voll so im Hustle drin, ne. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, oh, vielleicht sollte ich doch noch irgendwie ein Video zu dem und dem machen oder will ich nicht doch einen Podcast aufnehmen, wenn ich jetzt schon dieses Spiel spiele, ne. Dein Kopf war die ganze Zeit noch voll im Grind drin und das hat echt lange gedauert. Ich glaube wirklich fast 2 Wochen oder sogar länger, bis ich da rausgekommen bin. Und dann ging es los, dass ich angefangen habe, bewusst, also ich musste mich am Anfang dazu zwingen, nichts zu machen, ne? So müsst ihr euch das vorstellen. Und dann ging es los, dass ich schon langsam nicht aus einem Gefühl von ich muss und Verpflichtung, sondern aus einem Gefühl von ich habe voll Bock drauf, ne? Anfange zu arbeiten einfach. Und dann habe ich angefangen im Garten zu arbeiten und Zimmer zu renovieren und Keller neu zu streichen, ne? Aber ich habe es nicht übertrieben. Ich hatte nicht das Gefühl von, oh Gott, es muss jetzt alles fertig werden, wie ich es davor hatte, sondern ich bin einfach mal ein bisschen runtergekommen, ne? Und habe wieder so den Spaß am Arbeiten entdeckt auch. Und das war ziemlich gut. Und das war ziemlich wichtig. Und das kann ich sehr empfehlen, dass man sich auch wirklich, wenn es irgendwie geht, mal längere Auszeiten nimmt. Dass man einfach mal so ein bisschen aus dem Film rauskommt, in dem man drin steckt. Und einfach wieder ein bisschen fresher im Kopf ist. Das ist schon sehr gut. Also hat mir wirklich sehr geholfen. Und ich bin sehr froh, dass ich das wieder mal hingekriegt habe. Wirklich mir so lang, so relativ lang freizunehmen. Ferien in Raccoon City, so ungefähr, genau. Hey Marcel! Ja, ja. Hab mir letztens wieder ein Holy gegönnt. Ja. Das neue Limette natürlich mit deinem Rabattcode. Das neue Limette? Welches meinst du? Weil, ich kann euch jetzt, ich darf euch, wenn mich nicht alles täuscht, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich darf jetzt schon euch vorstellen, die neuen Zitronen-Geschmacksrichtungen. Die gibt es aber, glaube ich, erst ab Freitag. Das heißt, das kannst du nicht meinen, oder? Glaube ich. Nee, die gibt es, glaube ich, erst ab Freitag. Aber ich darf sie euch heute schon zeigen. Es gibt nämlich einen neuen Eistee. Und wenn es um Holy-Sachen geht, bin ich ja gerade von den Eistees wirklich ein Riesenfan. Die pfeife ich mir echt sowas von ständig rein. Und es gibt jetzt eben hier den Zitronen-Eistee. Sehr lecker, wirklich sehr lecker, sehr sommerlich, ne? Habe ich wirklich Bock drauf. Hey Bloodfallen, vielen, vielen Dank für deine Kanalmitgliedschaft auf YouTube. Willkommen bei den Priestern der Tentakel. Schön, dass du beigetreten bist. Und das Ganze gibt es auch noch als Hydration Drink. Hydration Drink finde ich noch ein bisschen intensiver, finde ich schon auch sehr geil. Aber der Eistee ist wirklich sehr erfrischend, sehr eben wie gesagt sommerlich, ne? Ich stehe auf den Geschmack. Es ist wirklich wie Tee mit Zitrone drin, so ein bisschen vom Geschmack her. Mag ich riesig. Holokopf 123 ist jetzt ein Birdrider. Da ist er ja wieder. Daumen hoch, helle Hautfarbe, Daumen hoch, helle Hautfarbe. Tja, so ist das. Hi. Hey, vielen, vielen Dank für dein Abo im 5. Monat, Holokopf. Dankeschön. Freut mich sehr. Da ist er ja wieder da. Ach so, ich hab gedacht, ich hab's nicht gecheckt mit der hellen Hautfarbe. Ich dachte, du meinst, dass ich irgendwie bleich aussehe wegen der Beleuchtung oder so. Aber du hast den Daumen hoch. Ja.
Dark R3 AV ist jetzt ein Birdrider. Hey, vielen, vielen Dank für deine Subgift, Holocop. Dankeschön. Oder für dein Subgift. Sehr nett von dir. Ich hab's nicht gecheckt, dass du einfach nur... Ja, ihr wisst Bescheid. Evelina-92- ist jetzt ein Birdrider. Watzer Jaselin. Smiley mit herausgestreckter Zunge. Vielen Dank, Evelina, für deinen Sub im sechsten Monat. What's the Jaselin? Hat sie schön gesagt, finde ich. What are you selling? Ich verkaufe euch diese Holy-Produkte. Genau, Lemon Honey and Black Tea, ne? Ist der Eistee. Sehr lecker. Und wie heißt der eigentlich? Hat der einen Namen? Lemon. Der heißt einfach nur Lemon Holy Hydration. Auch sehr lecker. Ab Freitag, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, verfügbar. Kann ich sehr empfehlen. Sehr geil. Haut sie euch rein. Schön. Ja, ne, voll komisch, dass das so vorgelesen wird, Holocop. Aber ja. So ist das eben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Thai Lime Tukan. Ah, der Energy Drink. Der Tukan. Ja, der ist auch lecker. Den mag ich auch sehr gerne. Na, dieser Lime Tukan schmeckt so ein bisschen wie... Wie heißt denn dieses eigentlich alkoholische Getränk? Ist von Holy natürlich nicht alkoholisch, aber so Mojito, glaube ich, ist das, oder? Wo man so eine Limette zerstampft mit so einem Stößel im Glas. Da, so schmeckt der irgendwie, der Energy Drink. Finde ich auch echt interessant. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Cool, dass ihr da seid. Freut mich sehr. Cool, dass ich wieder da bin. Ich habe, wie ihr seht, schon im Hintergrund Resident Evil 1 gestartet. Ich habe natürlich keine Ahnung, wo wir vor einem Monat stehen geblieben sind. Aber wir werden uns da schon wieder reinspielen. Und ich sehe gerade, ich habe uns ganz schön in die Bredouille gespielt beim letzten Mal, ne? Das war so kurz vor meinem Urlaub. Ich glaube, ich hatte echt keinen Bock mehr. Ich habe zwar echt viele defensive Waffen. Ich meine, holy shit. Aber wir sind vergiftet und fast tot. Das sollten wir was dagegen tun, glaube ich. Hey, Grunzer Plus, was geht? Oh Gott, oh Gott. Okay, ich habe ihn bisher noch nicht gekostet, aber erstmal mein Bubblegum vom Weihnachten aufgemacht. Ah. Bubblegum finde ich sehr geil. Gehört zu meinen, würde ich sagen, Lieblings... Tatsächlich Energy Drinks von Holy. Bubblegum finde ich voll interessant einfach vom Geschmack her. Mag ich einfach gerne. Hi Claire Chill. Lang ist es her, ja. Hey, aber für mich ist er ohne Witz, die 4 Wochen sind vergangen wie im Flug. Also für mich ist es gar nicht lange her. Also ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was wir beim letzten Mal gemacht haben und so, das schon. Aber die Zeit war so schnell vorbei, ey. Ohne Witz, ich könnte noch mal 4 Wochen Urlaub machen. Easy. Ich war gerade gut drin eigentlich im Flow. Da muss ich wieder zurückkehren. Aber ich habe große Pläne, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob ich mich nicht übernommen habe. Ich weiß nicht, ob ich alles umsetzen kann, was ich so vorhabe. Aber Ich will euch noch nicht zu viel versprechen oder zu viel verraten, weil ich habe in der Vergangenheit schon öfter Pläne gemacht und die dann doch wieder stark abgeändert oder gar verworfen und ich bin da immer zu sehr gehypt und so weiter. Ich versuche realistischer zu sein und will jetzt auch nicht vorzeitig irgendwie große Ankündigungen machen, aber ich kann sagen, dass ich schon mehrere YouTube-Kanäle erstellt habe mit mehreren sehr coolen Konzepten. Und ich werde die nächsten Wochen versuchen, ob ich es schaffe, all diese YouTube-Kanäle zu bespielen mit Content und werde euch die auch zeitnah präsentieren. Und es kann sein, dass ich vielleicht einige YouTube-Kanäle dann wieder wegstreiche, ne? Oder vielleicht noch mal ein bisschen umforme. Aber ich habe jetzt ein Konzept im Kopf, auch für den Hauptkanal Lens with Birdrider. Keine Angst, der wird nur leicht verändert, aber ne, leicht angepasst an das neue Konzept. Und das erscheint mir alles ziemlich cool und ziemlich aufregend. Aber ich, wenn es soweit ist, sage ich euch Bescheid. Ich will jetzt noch nicht zu viel drüber reden, weil am Ende wird es dann doch wieder nichts. Ich habe in der Vergangenheit schon öfter Ankündigungen gemacht, die ich einfach nicht realisieren konnte,
weil ich dazu neige, mir viel zu viel irgendwie an Arbeit aufzuladen, was komplett unrealistisch ist, habe ich jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen in der aktuellen Planungsphase gemacht. Werde ich die nächsten Wochen rausfinden. Und dann schauen wir mal. Hey Rocket Raccoon, was geht? Und hallo Sven. Und hallo SG. Ist doch immer so. Auch damals schon zu Schulzeiten. Am Anfang schlichen die Ferien noch dahin. Doch dann rasen sie im Galopp vorbei. Ja. Das stimmt. So ist das. Gib mir auch immer so, ich plane immer zu viel. Und das Jager ist schon rum. Hä? Das Jahr ist schon rum, ja. Ja, gucken wir mal, wie viel ich davon umsetzen kann, aber ich habe Bock drauf. Ich mag den Granatapfel-Energy und Kirsche. Ah, das ist interessant. Kirsche ist der einzige, den ich tatsächlich nicht gut finde. Irgendwie. Aber so ist das eben. Holy hat halt wirklich ein Riesensortiment, ne? Und ich denke, da ist für jeden auch was dabei. Kirsche wäre wirklich der einzige, wo ich persönlich sagen würde, weiß ich nicht. Brauche ich nicht. Resident Evil. Yeah. Das passt doch ganz gut, oder? Dann würde ich sagen, fangen wir an mit Resident Evil. Wenn hier Vampire Girl schon danach schreit. Mit dem Sound Alert. Oh Gott, ich muss jetzt erst wieder ein bisschen reinkommen. Ohne Witz, ich weiß wirklich nicht mehr, was los ist. Wir haben den Helmschlüssel. Wir haben eine ernsthafte Vergiftung. Ich glaube, ich muss jetzt als erstes mal zurück in den... Wir müssen jetzt erstmal zurück in den Speicherraum. Ich brauche blaues Kraut. Wir müssen uns erstmal heilen. Aha, ich habe die moderne Steuerung. Oder ne? Das finde ich gar nicht so schlecht, muss ich euch ganz ehrlich sagen, weil es ist schon so, dass das jetzt, wenn ich so direkt ins Spiel einsteige nach einer längeren Pause, fühlt sich das definitiv intuitiver an, muss ich zugeben. Wie die Panzersteuerung. Muss ich schon zugeben. Aber ich komme gerade mit der Steuerung nicht mehr klar. Muss ich auch zugeben. Insgesamt. Aber wir flutschen da gleich wieder rein in das Ganze. Alles easy. So, gucken wir mal. Ich habe ein bisschen an meiner Beleuchtung gearbeitet. Die ist offensichtlich noch nicht perfekt. Aber ich brauche von hinten mehr Licht in meine Kamera. Jetzt habe ich hier, wie ihr seht, eine sehr helle Lichtquelle noch aufgebaut, die quasi von hinten noch in die Kamera leuchtet. Dadurch sieht wirklich alles ein bisschen schöner beleuchtet aus und so weiter. Das Problem ist aber, dass das jetzt in meinem Bildschirm sehr stark spiegelt. Ich sehe im oberen Eck hier des Bildschirms, also in dem oberen Eck von Resident Evil, sehe ich nichts mehr. Das ist nicht optimal. Und die Katzen prügeln sich. Was ist denn da los? Das ist nicht optimal, obviously. Und hey, sag mal, was ist denn los bei euch? Hey, alles gut? Crazy, habt ihr das gehört? Meine Güte, ey. Komplett am Eskalieren, die Katzen. Die sind das wahrscheinlich nicht mehr gewöhnt, dass ich jetzt hier am Arbeiten bin. Keine Ahnung. Okay. So, das sieht doch schon besser aus. Sehr gut. Hey, Dennis. Ah, ja, das ist ja ganz normal, Franz, ne? Wenn man, oder Frantics eher wahrscheinlich, wenn man nur eine Stimme hört, dann hat man immer irgendwie ein Bild im Kopf und das passt halt in den seltensten Fällen, meiner Erfahrung nach. Vielleicht bin ich auch nur sehr schlecht drin, mir Menschen anhand der Stimme vorzustellen, kann sein, aber nur in den seltensten Fällen passt das auch wirklich zur Person. Genau. Die Erleuchtung, die Tentakel der Tiefe haben mich erleuchtet während meiner Auszeit. Und jetzt bin ich der Resident Evil Messias zurückgekehrt. Der Katzenkampf war dezent zu hören. Kleine Biester.
Weißt du vielleicht, welches Resident Evil Remake jetzt rauskommt? Nee. Nee. Keine Ahnung. Da bin ich genauso gespannt wie ihr. Ich halte vieles für möglich. Ich halte theoretisch fast alles für möglich. Leaks von Dusk Golem und so weiter weisen darauf hin. Und darauf wird es hinauslaufen, dass wir jetzt aber erstmal Resident Evil 9 kriegen, höchstwahrscheinlich. Aber mehr kann man aktuell wirklich noch nicht sagen. Mehr kann man noch nicht sagen. Okay, dann gucken wir jetzt echt mal kurz. Ich habe jetzt den Helmschlüssel, ne? Ich muss jetzt einfach mal alle roten Türen im Haus abklappern, weil ich weiß wirklich gar nichts mehr, wo wir stehen geblieben sind. An Leben des Brian denken, ja. So ist das. Danke, Astrobal. So. Jetzt gucken wir mal. Okay, ich habe gerade Probleme. Gibt es nicht eine Taste, mit der ich direkt auf die Karte komme? Ich habe es wirklich... Okay. Gehen wir mal zurück in den Hauptsaal als erstes. Dann gucken wir weiter. Blood. Hope this is not Chris's blood. Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Um Gottes Willen. Ich hoffe auch, dass es nicht Chris's Blood ist. Aber schlimmer wäre es, wenn es Chris's Sandwich wäre. Da ist er empfindlich, wenn es um seine Sandwiches geht. I hope it's not Chris's Sandwich. Ach ja. It's locked from the other side. Ich bin jetzt auch schon sehr gespannt. Oh, warte mal, haben wir nicht... Können wir nicht den Aufzug jetzt benutzen? Ich kann mich echt nicht mehr erinnern. Wir müssen alles durchprobieren. Ich bin gespannt, wenn wir mit Resident Evil 1 Remake durch sind, auf Resident Evil Zero, ne? Ich habe das damals, als es neu rauskam, echt gerne gemocht. Hab das aber vor ein paar Jahren wieder gespielt und da war ich echt irgendwie sehr genervt von dem Spiel. Da war ich sehr genervt vom Balancing, von der fehlenden Kiste, von manchen Passagen, die einfach meiner Meinung nach sehr unnötig unfair sind, von der schlechten KI und so weiter. Ich bin gespannt, wie das jetzt wird. Ich bin wirklich gespannt. Genau, ich bin gleichzeitig auf Twitch und YouTube zu finden. Ich überlege tatsächlich einfach nur wegen der Ordnung, dass ich die Streams auf YouTube nicht mehr auf meinem Hauptkanal, sondern auf dem Let's Play-Kanal übertrage. Auch wenn dann weniger Leute auf YouTube die Streams finden. Und ich habe es in all den Wochen nicht geschafft, dass wir das Spiel auf Deutsch stellen. Ich verstehe nicht, warum. Naja, finden wir raus. Hey, Dr. Etty, Resident Evil 1 Remake sind wir gerade. Okay, da steht irgendetwas mit Hand geschrieben. Nichts hat sich verändert. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Raum, den ich designt habe, als Experiment sich so auszahlen würde. Ich kann mich hier verstecken und bin für eine Weile sicher, weil niemand weiß was von dem Geheimnis hinter dem Gemälde. Nicht mal Sir Spencer. Das Gemälde der Villa. Im hinteren Ende des Kunstraums. Wenn ich jetzt der gewesen wäre, hätte ich nicht unbedingt meinen Geheimort so spezifisch in mein Tagebuch geschrieben. Vielleicht für den Fall, dass er es selber vergisst, weil es so geheim ist. Ich weiß es nicht, aber okay. Irgendwelche inneren Organe. Man weiß nicht, ob sie vom Menschen oder vom Tier kommen. Tiere sind auch, Menschen sind auch Tiere. Chill. Was lernt ihr denn bitte bei Stars? Ink Ribbon nehmen wir mit. Habe ich richtig im Kopf, dass die Resi-Filme ein Remake kriegen?
Boah, ich komme nicht mehr mit, ehrlich gesagt. Wirklich, ich komme nicht mehr mit Resident Evil, mit den Verfilmungen und Serien und Reboots und so weiter. Wenn es soweit ist, ne, dann schaue ich es mir an, aber bis dahin, ich habe auch keine Hoffnung mehr. Ich habe auch kein Interesse mehr. Ich habe eine Pumpgun in der Hand, ich habe einen Granatwerfer in der Hand. Okay, wie schießt man? Finde ich das schnell genug? Erinnere ich mich wieder? Ich glaube schon. Nein? Finch-1986 ist jetzt ein Bird-Rider. Finch, vielen, vielen, vielen Dank für dein Abo. Das freut mich riesig. Und hallo, Moon und Steffi, wie geht's euch? Oh Mann, ey. Ich weiß nicht mehr, wie man schießt. Oh, ich war kurz davor. Wartet. Ich hab's gleich. Das gibt's ja nicht. Ah, warte, jetzt weiß ich, glaube ich. Gut, dass ich so viele defensive Waffen habe. Ich glaube, jetzt weiß ich's. Ja! Okay, wir sind wieder im Spiel, Leute. Alles gut. Guck, da liegt doch gleich ein Messer. Haben wir nicht so viel verschwendet. Nur ein kleiner Rückschritt gerade. Alles gut. Ich bin wieder drin. Aha, was haben wir denn hier? Eine Juwelenbox. Das war damals auch sehr, sehr cool, ne? Ich glaube, das wirkt heute relativ normal, aber damals war das was sehr Neues und ich möchte vielleicht sogar behaupten, zum ersten Mal der Fall, aber so Aussagen sind immer gefährlich, aber zum ersten Mal, dass ich es erlebt habe, dass die Items quasi in 3D betrachtet werden und dass man dann mit den Items wirklich interagiert und wirklich Rätsel auf diesen Items löst. Das war ziemlich cool. Also wie hier diese Puzzlebox, wirklich so komplexe Rätsel. Fand ich sehr, sehr cool damals und finde ich immer noch cool. Mag ich immer noch. Aber mittlerweile machen das ja mehrere Spiele. So, sind wir hier fertig. Aber wartet mal, ich habe beim Rumdrücken gerade genau den Minimap-Knopf gefunden. Wunderschön. Das freut mich. Das haben die Urlaubswochen mit mir gemacht. Ja, ich habe alles vergessen. Hi, Lensquid Birdrider, das ist da. Was geht? Jedes Mal, wenn du ein Rätsel hast, musst du einen Zauberwürfel lösen. Hey, ich löse lieber einen Zauberwürfel als so ein Schieberätsel. Ne, so ein Mosaik-Schieberätsel. Ich kann die nicht. Ich kann keine von diesen Mosaik-Schieberätseln, wo man immer so, ne, alles immer nur so ein Feld weiter in die Lücke schieben kann. Mein Hirn kriegt's nicht auf die Reihe. Ich bin da früher in Resident Evil 4 so krass hängen geblieben. Immer. Weil ich es einfach nicht geschafft habe. Und mittlerweile weiß ich ja, ne, dass das Resident Evil 4 Rätsel super einfach ist, weil man eigentlich nur einmal im Kreis alles drehen muss, ist gut. Aber wenn solche Rätsel im Videospielen kommen, bin ich am Verzweifeln. Da habe ich keine Chance. Das kriege ich wirklich nicht auf die Reihe. Ich mag dein New Vegas Let's Play. Das freut mich zu hören und zufälligerweise habe ich tatsächlich ein Video, das mit New Vegas zu tun hat, in Arbeit. Coming soon. Gut. Hey, wir haben echt Glück, dass ich... Oh, da ist ein Crimson Head, ein Headshrinker, aber der ist hinterm Kästchen, da soll er bleiben. Wir haben echt Glück, dass mir das jetzt gerade bei einem Zombie passiert ist. Dass der erste Gegner im Spiel ein Zombie war, das war gut. Das hat mir ein bisschen Zeit gegeben, mich wieder zu erinnern, wie die Steuerung funktioniert. Weil wäre der erste Gegner im Spiel jetzt ein Hunter gewesen, den ich wieder getroffen hätte nach meiner Pause, wären wir ein bisschen tot wahrscheinlich gewesen. Vielleicht sogar ein bisschen sehr tot. Ah! Ah.
Komm, gehen wir einfach chill. Einfach laufen. Jo, genau, voll. Also, das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ich habe ja vorher schon drüber geredet, dass ich große Pläne habe mit dem Kanal und mit neuen Kanälen und so weiter und so fort. Ein bisschen Umstrukturierung. Aber ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass neben Resident Evil auch wieder mehr Fallout auf dem Kanal kommen wird. Auf jeden Fall. Ich gucke immer in den falschen Chat. Also ich habe hier, es ist, obwohl eigentlich ist es egal. Ich kann in beide Bildschirme gucken. Ich hab euch links und rechts kann ich euch sehen. Ich bin gespannt, wie ich heute das Spiel empfinde. Seit wir Kinder waren, habe ich das Spiel nicht mehr gesehen. Bestimmt sehr anders. Bestimmt wirst du es lustig finden, wie unglaublich gruselig du das als Kind empfunden hast. Nicht, dass die Spiele nicht immer noch eine unheimliche Atmosphäre und so haben. Aber kann man halt nicht vergleichen. Hey, was gehört denn in die Box? Habe ich das schon? Gehört da irgendwas Rundes gehört da rein? Aber ja, das ziemlich sicher nicht. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Da gehört aber nicht das Tigerauge rein. Nee, Quatsch. Glaube ich nicht. What's in the box? Ich versuche mal. Aber das ist der Laborschlüssel. Warum sollte der hier passen? Ist ja Quatsch. Ist ja kompletter Quatsch. Geht auch von der Größe her gar nicht. Packen wir alles in die Kiste. Und schauen noch ein bisschen, was der Helmschlüssel noch so für uns öffnet. Der macht schon noch Sachen. Die Hunter wirken manchmal so aufgeblasen wie Luftballons, wenn sie sterben. Kommt mir auf jeden Fall so vor. Hab mir am Sonntag das 3-Stunden-Video angesehen. Mega Spaß gemacht. Oh, welches denn? Ich habe viele 3-Stunden-Videos auf den Kanälen. Und längere. Ich bin sehr gespannt auf die Fallout-Serie. Ich bin sehr gespannt drauf. Bis jetzt, muss ich sagen, macht das Ganze eigentlich einen relativ guten Eindruck. Also, keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht gehypt oder so und ich stelle mich auf Enttäuschung ein, weil ich das grundsätzlich mache, ne? Aber die macht jetzt keinen blöden Eindruck. Ich könnte mir vorstellen, dass die ganz ordentlich wird, vielleicht sogar. Also, wir haben... Ja, es gibt noch, okay, es gibt noch definitiv eine Tür, die haben wir noch nicht probiert. Wegen Fallout London muss ich mal gucken. Ich weiß es nicht, weißt du, das ist so ein langer, umfangreicher Mod, dass ich, glaube ich, den auf jeden Fall jetzt nicht großartig in der großen Let's-Play-Reihe, oh mein Gott, die neue Steuerung ist manchmal schon ein bisschen blöd, spielen werde. Ich werde ihn mir definitiv anschauen und ich kann mir vorstellen, dass ich was dazu mache. Ob wir jetzt so ein paar Let's-Plays machen, wo man mal reinspielt, oder ob ich vielleicht nur ein Video drüber mache, wie ich den finde und so weiter und so fort, ne? Das weiß ich noch nicht, aber kann man mal gucken. Magst du eigentlich Wrestling? Ich war früher tatsächlich ein großer Wrestling-Fan zu den WWE, ja gerade so der Übergang von WWF zu WWE Attitude-Zeiten. So von, also ich war als Kind, hatte ich schon mal eine Wrestling-Phase, ne, zu Zeiten von Hulk Hogan und Ultimate Warrior und sowas. Und dann eine längere Pause und dann bin ich zu Zeiten von Steve Austin, The Rock, Triple H, bin ich wieder zurückgekommen ins Wrestling und hatte da noch mal eine Phase, die ich sehr cool fand und wo ich sehr viel Spaß hatte. Und dann aber nicht mehr. Irgendwie, wisst ihr, dann ist die WCW zerbrochen, die WWF hatte keine Konkurrenz mehr. Und dann haben die ein bisschen nachgelassen, finde ich. Dann war irgendwie so ein bisschen der Wind raus und das war dann ein bisschen langweilig. Mittlerweile gibt es ja wieder coole neue Wrestling-Ligen. Und anscheinend ist die WWF gerade wieder, oder die WWE, gerade wieder auf Hochtouren, was ich so höre. Aber ich bin irgendwie raus, ich kenne die Leute nicht mehr, ich kenne die Storylines nicht mehr, wisst ihr. Deswegen weiß ich nicht. Ich wüsste auch gar nicht, wo man es gucken kann. Aber grundsätzlich bin ich Wrestling nicht abgeneigt. Mag das. Tja. Betrunkener Kameramann gerade, ja, ja.
Das Video über Resident Evil, das Sonntag. Ah, das Neue jetzt. Das mit allen geschnittenen Inhalten. Alles klar. Okay, ja, ja. Ich möchte über YouTube nämlich den GM-Modus machen und wollte dich fragen, ob du Lust hättest. Oh, das wird, das glaube ich, da kann, eher nicht. Schon allein zeitlich wird das nicht möglich sein. Ich bin, mein Teller ist prall gefüllt mit Content, den ich jetzt machen muss. Und ich muss gucken, ob ich meine Projekte realisieren kann. Mal schauen. Ich finde selber auch AWE besser als WWE. Ja, genau. Ich habe viel gehört von der AEW. Extreme. Nee, für was steht das? Da kam jetzt auch vor kurzem das Spiel. Egal. Auf jeden Fall würde mich das schon fast wieder interessieren, da mal reinzuschauen. Aber ich bin halt raus, ne? Das ist wie wenn man 20 Jahre lang keine gute Zeiten, schlechte Zeiten mehr guckt. Und irgendwie ist Joe Gianna natürlich immer noch dabei, aber alles andere hat sich verändert und man kommt nicht mehr rein. Wahrscheinlich müsste ich nur ein Main Event gucken und ich wäre sofort wieder drin. Also, streng geheim. Chef der Security. 22. Juli 1998, 2.30 Uhr. Tag X kommt näher. Führe die folgenden Prozeduren innerhalb von einer Woche aus. Schnelle Aktion ist angesagt. Erstens, locke Stars in die Villa. Und um die rohen Kampfdaten der BOWs, also der Bio-Organic Weapons, gegen das Stars-Team auszuwerten. Sammelt 2 Embryos von jeder mutierten Spezies als Probe. Außer den Tyrant. Zerstöre den Tyrant. Stelle die komplette Vernichtung des Arklay-Labors einschließlich des gesamten Personals und der Testtiere sicher. Lass ihre Tode wie Unfälle aussehen. Wenn die oben stehenden Prozeduren durchgeführt sind, melde dich beim Hauptquartier für weitere Anweisungen. Wenn aus irgendeinem Grund die oberen Anweisungen nicht vor der Deadline ausgeführt werden können, erwarten wir sofortigen Bericht. Im Falle eines Notfalls melden Sie sich direkt bei der Extension Nummer 5691. Viel Glück, Umbrella Hauptquartier, Umbrella Incorporated. All Elite Wrestling, genau. Das ist es. Okay. Was denkst du, was für Gegner in Resident Evil 9 kommen? Wäre ja voll für Zombie-Tiere wie früher der Elefant. Eher für alte Charaktere oder für neue offen. Das ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Also ob die neue oder alte Charaktere nehmen, ist mir wirklich relativ wurscht tatsächlich. Können ruhig machen, was die wollen. Hä? Ich dachte, der Adler sieht mich nicht, wenn es dunkel ist. Ach so, ich muss einfach nur schneller sein wie der, ne? Trottel. Trotteladler. So, geheim schleichen und schnell. Schnell, chill, der Adler kommt. Okay, den gelben Juwelen haben wir schon mal. Okay, und jetzt wieder Stealth Mode. Und schnell hoch, bevor der Adler guckt. Und wir haben den roten Juwel. Sehr gut. Dankeschön, Herr Adler, für Ihre Kooperation. Ich mache auf das Licht wieder an, dass wir den nicht im Dunkeln sitzen lassen. Das wäre auch unhöflich. Und jetzt sage ich Tschüss. Morgen kommt das neue Alone in the Dark. Gut, dass du sagst, Jules. Ey, ich habe nämlich einen Vorschlag für euch. Wir spielen ja eigentlich als Bonusspiel gerade Eternal Darkness und ich habe ja kurz vorm Urlaub angekündigt, dass das nächste Bonusspiel, das noch freigeschaltet wurde in meinem letzten Stream,
Dieser, ach, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, peinlicherweise. Blue Stinger? Heißt das Blue Stinger? Dieser Resident Evil Klon-Klassiker für die Dreamcast, glaube ich, oder? Sein soll, weil das kenne ich nicht, das wurde mir oft empfohlen, das fand ich interessant. Jetzt habe ich aber die Idee, ob wir nicht vielleicht Eternal Darkness pausieren wollen und als nächstes Bonusspiel stattdessen Alone in the Dark spielen wollen morgen. Das Neue. Das fände ich nämlich unter Umständen auch sehr interessant. Oh, außerdem, Leute, das fällt mir auch gerade noch ein, weil wir schon beim Thema sind. Ganz egal, was wir morgen spielen, ich muss leider den Stream vorverlegen. Denn... Ich weiß gerade nicht, ich muss ja erstmal... Nein, Teil, ich will dich erstmal weghaben. Denn ich habe irgendwie einen Termin, den ich komplett vergessen habe, um 19 Uhr. Also, und das dauert ziemlich lange. Das heißt, ich muss um 18 Uhr mit dem Stream fertig sein. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich den Stream komplett verschieben soll, einfach einen anderen Tag, oder ob wir, ich bin so verwirrt gerade, oder ob wir, wirklich schon um 15 Uhr anfangen. Da werden halt viele von euch noch auf Arbeit oder in Schule oder was weiß ich was sein, ne? Alles nicht optimal. Deswegen bin ich mir gerade unsicher, wie ich damit umgehe genau. Aber was haltet ihr grundsätzlich von Alone in the Darkness morgen? Und das andere erstmal pausieren. Kann ich das bitte einfach wieder weglegen? Danke, danke. Hättet ihr da auch Interesse dran? Weil dann machen wir das. So, na also, um Gottes Willen. Now here's a weird fucking door. Mhm. Das neue Alone hat sehr viele Rätsel. Ja, das wäre auch gut. Also das ist auch gut so. Das soll auch eher rätsellastig sein. War ja das Original auch schon. Naja. Ja, genau. Machen wir vielleicht so. Überlege ich mir nochmal bis morgen und ich sage euch nochmal über die üblichen Kanälen Bescheid, wann es jetzt losgeht und wie wir das genau machen. Und dann gucken wir mal. Welche Gegner könnte ich mir für Resident Evil 9 vorstellen, ne? War noch die Frage. Ich kann mir viel vorstellen, wenn der Tag lang ist. Die Frage ist nur... Ist es realistisch? Wisst ihr, das ist halt das Problem, ne? Als Peter Fabiano noch irgendwie so über Resident Evil 7 und 8 seine Hand hatte, konnte man so ein bisschen prognostizieren, wo es hingehen soll. Jetzt, da der Capcom verlassen hat und da wahrscheinlich ganz neue Leute in die Verantwortung treten, kann der 9. Teil halt alles sein. Ich fände es aber nicht unpassend und könnte mir auch gut vorstellen, dass Resident Evil weiterhin so ein bisschen verschiedene Mythologien und sowas erkunden wird. So wie 7 mit dem Hillbilly-Horror und Village mit so diesem mitteleuropäischen Horror gemacht hat, ne? So Werwölfe, Vampire. Vielleicht geht man in andere Mythologien, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich glaube nicht, dass die zurückkehren werden zu Zombies, weil dafür haben sie ja die Remakes. Früher hätte ich mir immer echt gewünscht, dass mal wieder ein Resident Evil kommt mit ganz normalen Zombies so. Aber da wir jetzt ja die Remakes mehr oder weniger als eigene Reihe haben, halte ich das nicht mehr für notwendig und auch für unrealistisch, dass die das machen. Insofern bin ich für neue Gegner sehr offen. Oh Gott! Quatsch. Hunter, ey.
Wie würdest du reagieren, wenn du in einer Vault vorkommen... Ach so, in der Geschichte, die du schreibst. Ist voll okay, ist cool. Das neue Alone hat sehr viele Rätsel. Ach so, ja, genau. Genau, hatten wir schon. Heute Stream, McLeod. Ganz genau, es geht wieder weiter. Es geht wieder weiter. Da, 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 da. Die erste Mo-Disc. Okay. So. Was ist denn das da hinten gleich nochmal für ein Raum und warum ist der noch rot? Da gehe ich mal nochmal hin. Das schauen wir uns nochmal an. Ach so. Hier sind wahrscheinlich noch ein paar Heilkräuter, oder? Aber wisst ihr was? Warum packen wir die nicht ein, wenn wir schon hier sind? Nur das Inventar. Zwei Plätze haben wir. Nehmen wir noch zwei Kräuter mit. Stehen hier noch mehr? Würde ich auch kommen. Ja, komm. Hey. Packen wir ein. Man kann nie genug Heilkräuter haben. Ich glaube, man kann im Remake vom ersten Teil nicht kombinieren, wenn man aufhebt. Leider, ne? Nee, schade. Okay, dann lassen wir das. So. Saita, oder so. Vielen, vielen Dank für dein zweites Mitgliedsmonat auf YouTube. Als Jünger der Tentakel. Dankeschön. Freut mich sehr. Ich habe ja extra für meine Vertretung quasi die Resident Evil Mod, Resident Evil 4 Remake Mod Let's Plays gemacht. Wie fandet ihr die eigentlich? Wie fandet ihr den Mod? Fand den cool, aber auch sehr, sehr krass. Ist ja lustig, aber auch nervenaufreibend. Unerwartet. Hat mir gefallen. Der Endboss von Resident Evil 9 wird ein mit dem T-Virus infizierter Landsquid Bird Rider. Das wäre großartig. Das finde ich schön. Wir müssen jetzt, hey, ich werde jetzt, wir müssen jetzt einfach der größte YouTube-Lore-Kanal ever werden. Das wird schon alleine, da ich mich auf den deutschsprachigen Raum beschränke, schwer, aber wir machen das jetzt einfach. Und dann wird als Tribut quasi, wird sowohl in Fallout als auch Resident Evil ein Landsquid als Gegner oder Reittier oder was auch immer vorkommen. Das ist mein Ziel ab jetzt. Let's go! Fitz unterstrich 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 ist jetzt ein Birdrider. Yay! Vielen, vielen Dank, Fitz unterstrich unterstrich unterstrich, für deinen Sub, für deinen Prime-Sub. Dankeschön. Ist eine gute Erinnerung für alle, die Amazon Prime haben, ne? Ihr habt einen kostenlosen Sub hier auf Twitch, wenn ihr es nicht wisst, den ihr ohne extra Kosten einfach bei eurem Lieblingsstreamer, nämlich mir, reinhauen könnt. Immer her damit. Bezahlt quasi Amazon für euch. So, jetzt gucken wir mal. Wo war denn jetzt... Ah ja, genau, 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 genau. Alles klar, let's go. Ach ja, wir haben ja dieses Jahr ein Resident Evil freies Jahr, nach allem, was wir wissen. Umso mehr bin ich schon gespannt.
Also, ne, wenn man den Gerüchten glaubt, ist immer mit Vorsicht zu genießen, aber wenn man den Gerüchten glaubt, dann kommt ja schon Ende dieses Jahr, also in den nächsten Monaten basically. Naja, okay, wir haben erst noch, ein bisschen haben wir noch, aber sagen wir so in einem halben Jahr, ne? Könnte schon das nächste Resident Evil angekündigt werden, wenn man den Leaks glauben will. Also lange ist es gar nicht mehr. Ach Quatsch, ich will gar nicht da rein. Doch, ich will eigentlich schon da rein. Ich speichere mal kurz, vorsichtshalber. Ich denke, es wird im 9. Teil Abschied der alten Garde. Ja, wer weiß, wer weiß. Ich kann da wirklich, ich tue mich da super schwer mit Prognosen, weil ich alles für möglich halte und nichts für wahrscheinlich. Es kann halt wirklich alles sein. Und nichts muss sein. Ich weiß es einfach nicht. Genau, immerhin kriegen wir eine neue Fallout-Serie. Das ist natürlich auch interessant, das stimmt. Ich hätte mir so gewünscht, dass mir Fallout 76 gefällt. Ich wollte es gerne mögen. Und ich hatte ja auch tatsächlich ein paar Stunden Spaß damit. Also ich habe es ja durchgespielt zu Release. Und abgesehen von den Bugs war es wirklich eigentlich auch cool und alles. Aber so als Service-Spiel funktioniert es für mich leider nicht, ne? Ich hätte mich da gerne mehr reingegraben, aber es hat mich leider mehr frustriert, als es mir Spaß gemacht hat. Finde ich schade. Finde ich schon schade. Aber kann man nichts machen. Was Persönliches fragen. Musst du, wenn du Holy trinkst, auch öfter Pinkel gehen? Also, wenn man Energy Drinks trinkt, ist das, glaube ich, relativ normal. You're almost a Jill Sandwich. Wegen Koffein und so. Also, wenn du Koffein zu dir nimmst, egal ob Kaffee oder Energy Drink oder so, dann ist es normal, dass du öfter pinkeln musst. Da musst du dir keine Sorgen machen. So, den Schlüssel brauchen wir nicht mehr. Ich meine, wie sie schon mythische Kreaturen als Gegner verwenden, warum nicht ein als Boss-Drache oder ein mega großer Bigfoot? Naja gut, Dimitrescu ist ja ein Drache im 7. Teil, also insofern. It's too dark. Wie kriegen wir denn hier Licht rein? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Und vor allem spiegelt mein Bildschirm so, dass ich wirklich nichts sehen kann. Kann ich die Lampe einfach anmachen? Das wäre natürlich cool. Ja, dankeschön. Ich wollte schon fast das Feuerzeug holen. Hallo, Kater. Wir haben jetzt das Umbrella-Emblem. Geht's jetzt in den Keller, Leute? Geht's jetzt in den Keller? Das ist die eine Szene, die eine Passage, vor der ich schon die ganze Zeit im Grunde Angst habe. Wirklich. Das ist das Letzte, was mir in dem Remake noch Angst macht, glaube ich. Weil ich mich aber auch vor allem nicht mehr dran erinnern kann, ne? Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund. Weil ich da keine Erinnerungen mehr habe. Ich nur noch grob, ne? Ich weiß den groben Rahmen und das reicht mir. Aber wahrscheinlich wird es gar nicht so schlimm in Wirklichkeit. Alles gut. In der Vergangenheit. Ich meine, Village sollte ja laut, ne, kann man von Konzeptzeichnungen im Spiel sogar ablesen und gab ja auch Leaks davor, die davon berichtet haben. Village hätte ja tatsächlich anscheinend Vergangenheitspassagen beinhalten sollen, was ich irgendwie sehr cool gefunden hätte. Ich hätte gern einen, also ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn Resident Evil so ein bisschen mal in einzelnen Passagen zumindest in andere Zeitalter wechseln würde. Ich finde das ganz interessant. So, warum bin ich hierher gekommen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Na dann gehen wir. Gehen wir wieder. Egal.
kennst du Warhammer 40k Rogue Trader? Nee. Vom Stil ein wenig wie das erste Fallout-Spiel. Ah, okay. Hey, es gibt so viele Warhammer 40k-Spiele, dass ich da überhaupt nicht durchblicke. Aber ich spiele ab und zu ganz gerne mal eins. Aber ich bin da eigentlich gar nicht so deep drin in der Geschichte. Ah, nee, wartet mal. Unten haben wir einen Hunter stehen lassen. Da gehen wir lieber oben rum. Gehen wir lieber oben rum. Fallout 76 war okay, aber ich kann deinen Frust verstehen. Ja, ich finde es eigentlich sogar gut. Also die Story durchzuspielen hat mir tatsächlich Spaß gemacht, aber gerade zu Release war es so schlimm verbuggt, ey. Da habe ich wirklich viel Spaß verloren. Hope this is not Chris's blood. Da hat es mir wirklich viel Spaß leider kaputt gemacht und dann habe ich mich sehr schnell abgespielt. Aber ich würde auch sagen, hey, ohne Witz, also wenn man es noch nicht getan hat als Fallout-affiner Mensch, dann empfehle ich das wirklich durchzuspielen. Weil es ist voll okay. Es ist ein gutes Spiel, würde ich sagen. Als, ne, als so Spiel, aber nicht unbedingt als Service-Spiel für mich. Ich bin ein bisschen verwirrt wegen der Küche. Aber ich werde jetzt trotzdem mal gucken, ob wir in den Keller können. Ich bin mir nicht mehr sicher. Landsquid Birdwater, denke ich immer bildlich an einen Octorok auf einen Chocobo. Ach, auf einem Chocobo. Ich dachte jetzt die Hühner aus Zelda, die heißen ja auch irgendwie so ähnlich, ne? Aber ein Octorok auf einem Chocobo ist auch ziemlich cool. Oh. Ich frage mich, was auf der anderen Seite der Tür los ist. Aha. Nee. Das können wir jetzt nicht benutzen. Aber warum eigentlich nicht? Ich dachte, die müssen wir hier benutzen. Na okay. Dann gehen wir erst nochmal runter in den Keller, also in die Küche und so. Das hatte ich auch bei den Random Sounds. Jojo's Bizarre Adventure. Okay. Wusste ich nicht. Ich glaube, ich habe, bevor ich in meine Auszeit gegangen bin, habe ich noch ein paar Sounds hinzugefügt. Und ich habe leider das Sailor Moon Intro rausgenommen. Ne, nur, dass ihr es wisst. Weil da habe ich auf YouTube Probleme bekommen mit dem Hochladen. Das war nervig. Da fehlt der Holzrahmen. Ich erinnere mich. Genau. Da war ja was. Nee, das geht mir auch so. Die stählerne Bruderschaft in Fallout 4 ist, ich würde fast sagen, schon eher ein Ersatz für die Enklave, ne? So ein bisschen inhaltlich. Und weniger die stählerne Bruderschaft, wie man sie kennt aus den anderen Teilen. Mag ich auch nicht. Also, ich meine, ich finde die cool als Antagonisten in dem Spiel. Und als Fraktion auch, aber ich finde die nicht sehr sympathisch. Hi Marco. Oh, Zombie. So. Der wird kein Headshrinker mehr. Wie sieht mein Inventar aus? Nee, nehmen wir nichts mit. Ah, hallo. Da kommt ja noch jemand. Hello. Komm. Nein! Kein kritischer Treffer. Ich hätte ihn ein bisschen näher kommen lassen müssen wahrscheinlich. Ja, genau, auf jeden Fall. Steckt da Maxen dahinter.
Hallo, Dakurus. Oh oh, jetzt habe ich gleich keinen Inventarplatz mehr, ne? Ich lasse das mal kurz liegen. Ah ja, genau. Die Batterie, da müssen wir jetzt nochmal in den Garten damit, ne? Ah, das Spiel ist noch viel länger, als ich dachte, witzigerweise. Ich habe das komplett vergessen. Dass ich jetzt Magnum-Munition liegen lasse, geht gar nicht. Das müssen wir ändern. Ah ja, genau. Hier kann ich jetzt die Abkürzung öffnen, ne? Das ist sehr gut. Da müssen wir nämlich gleich nochmal herkommen und ordentlich looten. Bei Loot gibt es hier auf jeden Fall viel. Okay, aber hier kommen wir noch nicht rein. Ist hier der zweite Kampf? Ich glaube schon, ne? Keine Ahnung. Ja, die Entwicklung von Paladin Dance ist natürlich schon ziemlich interessant, ziemlich cool. Wartet mal, wo komme ich denn? Wo kommen wir denn da hinten hin? Ne, jetzt gehen wir erstmal eins nach dem anderen. Ich habe schon wieder 15 Sachen im Kopf, die wir gerne erledigen wollen würden. Oh oh, der sieht ungesund aus. Ungesunder Hautton. War's das schon? Okay, cool. Gungrave 2888 ist jetzt ein Birdrider. Vielen, vielen Dank, Gungrave. Sehr nett von dir. Freut mich riesig. Dankeschön für den Sub. Im zweiten Monat. So, jetzt erstmal Inventar aufräumen. Dann looten und dann nochmal den Gang da nach hinten gehen, bei der Falle. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass da eine Tür ist. Mal gucken, ob wir die öffnen können. Ich glaube, eigentlich wäre es nicht notwendig, hier nochmal ordentlich zu looten. Wir haben genug von allem, aber man kann immer noch ein bisschen mehr von allem haben, ne? So ist das eben. Es gibt eine Mod für Resident Evil 1, wo alle Gegner Hunter sind. Ja, es gibt bestimmt auch einen Mod, dass alle Tyrant sind. Habe ich mal gesehen, wenn ich mich recht erinnere. Es gibt, glaube ich, auch einen Resident Evil 4 Remake Mod, durch den alle Gegner ja, alles Mögliche. Ich glaube, da gibt es alle Mögliche, die alle Gegner durch irgendwas anderes austauschen. Aber vor allem die Regenerator finde ich natürlich sehr creepy. Also das ist ein krasser Mod. Alle Gegner im Spiel Regenerator, ne? Das ist lustig. Es gibt bestimmt noch eine Mod, wo drei Zombies an der Treppe, genau, ich glaube auch, wo die einfach nicht sterben und man ganz viel Munition reinschießt und die sich dann einfach heilen. Auf den Mod habe ich lange gewartet. So, jetzt passt auf. Ich muss jetzt, ja, ich kann alles mitnehmen. Ist gut. Packen wir alles ein. Für was ist der Mod? Ich muss mir echt Resident Evil Mods mal genauer anschauen. Gerade von Resident Evil 4 Remake gibt es ja jetzt schon sehr viel Interessantes. Aber dadurch, dass ich die vorherigen Resident Evils immer alle auf Konsole gespielt habe, stecke ich da gar nicht so tief in der Mod-Welt drin, was Resident Evil angeht. Aber das wird sich schon teilweise lohnen, nur deswegen die PC-Version zu kaufen. Also tut's wirklich.
wenn Capcom nicht, ne, wirklich, wie sie es mal angekündigt haben und teilweise auch getan haben, aber so viel ich weiß nur bei Revelations, gegen ihre eigene Mod-Community vorgeht. Ne, WTF, aber es sah mal so aus vor ein paar Wochen, als würden die das jetzt durchziehen. Aber vielleicht war schon allein wegen Revelations der Shitstorm so groß, dass sie gesagt haben, nee, okay, machen wir doch nicht. Schön, also ich hoffe es. Ich hoffe es. Das wäre das Bescheuertste, was Capcom machen könnte. Ja, in den neuen, du hast recht, ne? In den neuen Resident Evils gibt es keine Animation fürs Öffnen der Inventarkiste. Das stimmt. Ne? Da geht man hin und dann ploppt das Menü auf. Ich müsste es jetzt nochmal sehen, aber ja. Das haben die hier tatsächlich im Remake vom ersten schöner gemacht. Ich sage ja, das Remake hier vom ersten, das wir hier spielen, ist das beste Remake ever. Das ist einfach perfekt. Wirklich. Das, also, ich sage nicht, dass das ein perfektes Spiel ist. Es gibt Resident Evil Spiele, die mag ich lieber als das hier. Aber es ist das perfekte Remake von einem Original. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich finde Resident Evil 4 Remake großartig. Ist ein tolles Spiel. Liebe ich total. Ist aber als Remake bei weitem nicht so gut als Resident Evil 1 Remake. Alles beibehalten, aber alles verbessert. Und dann noch was hinzugefügt. Das ist einfach perfekt. Das ist doch genau, was man sich eigentlich von dem Remake wünscht, oder? So. Soll ich speichern nochmal? Wir haben genug Speicherbänder. Speichern wir nochmal. Ich bin jemand, der sehr schnell frustriert ist, wenn nur ein bisschen Progression verloren geht. Ne, wenn man nur eine Stunde, ach, eine Stunde, um Gottes Willen, wenn ich nur eine 20, ich würde sagen 20 Minuten ist so die Schmerzgrenze. Ich glaube, wenn ich so 10 Minuten Fortschritt verliere, ist es noch okay. 15 Minuten, oh. Aber ich glaube, ab 20 Minuten, das kann mir ein Spiel ruinieren, ohne Witz. Auch wenn es eigentlich voll albern ist, ne? Aber, ja. Ist wirklich so. Es gibt auf YouTube ein paar Videos von Lego Resident Evil. Die sind aber nicht echt, oder? Also nicht offiziell. Das würde mich sehr wundern. Wäre sehr lustig, aber auch. Würde ich mir definitiv kaufen. Ey, da würde ich sogar, ohne Scheiß, Lego, ich würde sogar deine absolut überteuerten Arschpreise zahlen für ein Resident Evil Lego Set. Definitiv. Kendo-Mod ist für Resident Evil 2. Ja, ich glaube, die kenne ich dann sogar. Was würdest du in Resident Evil 9? Ey, ich muss da jetzt echt, ich mach da jetzt mal ein Video dazu, weil das ist wirklich die am häufigsten gestellte Frage ever, was ich im Resident Evil 9 Remake erwarte. Und ich kann pauschal immer nur sagen, ich habe keine Ahnung, es ist alles möglich, ich kann mir Sachen vorstellen, ich kann mir Sachen wünschen, aber ich habe nicht wirklich Prognosen. Aber man könnte definitiv, glaube ich, ein Video dazu machen. Ich mach das mal. Ich mach das mal, weil scheinbar interessiert euch das sehr. Dann werde ich jetzt das im Stream auch gar nicht mehr nochmal beantworten, sondern ich mache ein ausführliches Video, wo ich auf alle Punkte eingehe. Ich habe tatsächlich schon mal so ein Video angefangen. Ich habe sogar schon ein Skript geschrieben und eingesprochen und habe mir dann gedacht, naja, aber ich habe nichts Konkretes und weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich mach das jetzt wirklich. Auch wenn es nur Spekulation ist. Lecker Spekulatius. Warum ist hier eine Tür? Tatsächlich. Und das war die letzte Helmtür. Hätte ich nicht gedacht. Es gibt eine Lego Fallout 4 Mod. Aha, okay. Das klingt interessant. Okay, dann werfen wir den Schlüssel weg und gehen da rein. Ach, da ist der zweite Yawn-Kampf. Ich habe mich schon gewundert, wie ich da hinkomme.
Aber ich muss mir da echt mit meinem Setup nochmal was überlegen. Das spiegelt so stark. Ich habe echt Probleme, irgendwas zu erkennen hier. Teilweise. Aber wenn ich jetzt Barrys, ne, Waffe gegen lebende Dinge dabei hätte, das wäre gut. Ich habe leider nur die schlechtere Variation. Aber okay. Gut genug. Hab's gestern erst selber gespielt. Ah, okay. Da sind die Erinnerungen noch frisch. Frisch und fruchtig. Frisch und fruchtig wie der neue Holy Zitronenschwarztee-Geschmack. Ah. LSBR für 5 Euro Rabatt für eure erste Bestellung. LSBR 10 für 10% Rabatt auf alle eure Bestellungen. Wirklich lecker, aber erst ab Freitag verfügbar. Oder Donnerstag? Ich glaube Freitag. Ich sollte mir sowas echt aufschreiben, das ist ein bisschen peinlich. Ich hoffe, Holy guckt jetzt nicht zu. Ich sage euch nochmal irgendwo Bescheid. Ich mache noch einen Post oder so. Ihr seht es dann schon. Jetzt tut sie mir ein bisschen leid, die Schlange. Der einzige Trost, den ich habe, wie sie da so liegt, ist, dass sie mit dem T-Virus infiziert ist und wahrscheinlich nur noch ein hirntotes Fressmonster ist, so wie Menschen auch. Wo hat sie jetzt bitte hier? Da, danke. Aha, Eagle of South, Wolf of North, Band 2. Ey Katzen, was ist denn heute mit euch los? Könnt ihr mal aufhören? Die sind so aggro, die beiden Kater, ey. What is los? Die sind nur am sich anpöbeln die ganze Zeit. Schlimm. Nur am Pöbeln, die zwei. Okay, dann sind wir hier tatsächlich fertig, ne? Ach so. Warum ist hier überhaupt eine Tür? Ja, Kater, was ist denn los mit dir, hä? Huh? Was ist denn los mit euch zwei? Gehe ich jetzt wirklich einfach wieder den Weg zurück, den ich gekommen bin? Kater, du musst jetzt mal... Was ist denn? Komm mal her. Doch, wuscheln. Jo, mach's gut, Claire. So, jetzt geh. Die kriegen gerade ihr Sommerfell, ey. Die verlieren Haare ohne Ende. Oh, genau, erstmal durchwuscheln. Dann geht's vielleicht gleich ein bisschen besser. Mit dem Frust oder was auch immer. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Wir haben Jorn getötet, wir haben das Buch aufgehoben, der Raum ist erledigt. Wir gehen jetzt einfach wieder zurück. Okay. Ich bringe die Reihenfolge in dem Spiel wirklich gerade komplett durcheinander. Gehe ich jetzt erst mit der Batterie und den Medaillen in den Hof, ne? In den Garten zurück. Und dann... Und dann gehe ich erst zu Lisa runter, oder was? Hä? Macht das Sinn? Ich habe die Reihenfolge ganz anders im Kopf. Aber gut. Let's go. Kann man nichts machen. Das stimmt nicht. Es gab die letzten Jahre sehr viele gute Spiele. Ich würde das nicht pauschalisieren. Wir hatten was anderes behauptet leicht, weil ich finde auch, also gerade letztes Jahr, finde ich, gab es sehr viele gute Spiele.
Und auch dieses Jahr ist schon echt einiges erschienen, was ich ganz großartig finde. Und kommt auch noch. Ich durfte auch schon ein paar Sachen spielen, die noch nicht erschienen sind, wo ich auch schon sagen kann, da kommen noch coole Sachen auf uns zu. Aber da rede ich jetzt noch nicht drüber. Und ich kann mich nicht beschweren. Ich kann mich nicht beschweren. Ich bin eigentlich die letzten Jahre sehr ausgelastet und sehr zufrieden mit Videospiel-Releases. Starfield zum Beispiel. Ja, Starfield war so ein bisschen lauwarm, ne, habe ich das Gefühl, leider. Also für mich zumindest. Das fand ich jetzt nicht schlecht oder so, das kann ich wirklich nicht sagen. Aber ich habe irgendwie was mit mehr Wumms erwartet, ne? So wie damals Fallout 4 für mich so ein Wumms war. Morgen kommt Alone in the Dark, genau. Kater. Ach so, du bist der andere Kater. Okay, du darfst auch noch mal herkommen. So. Der geht freiwillig gut. Ja, genau. Oh, es ist wirklich schwierig, ey. Ich könnte nicht hauptberuflich streamen. Ich finde Stream sehr anstrengend. Ich mach das schon auch gern und ich freue mich auch. Und die zwei Termine in der Woche, die 3 Stunden, sind cool. Aber es gibt ja Leute, die streamen wirklich hauptberuflich. Jeden Tag 10 Stunden oder sowas. Jeden Tag und zocken irgendwas. Und ich könnte das nicht, ne? Da sind die Katzen, die irgendwas machen. Ich muss auf den Chat gucken. Ich muss auf die Technik gucken, ob der Stream noch gut läuft. Ich muss auch noch irgendwie spielen nebenbei. Ich finde das sehr anstrengend. Ich will mich nicht beschweren, ne? Versteht mich nicht falsch. Aber ich sag nur, ich finde Stream ist für mich sehr viel anstrengender, wie zum Beispiel meine Videos machen. Was mehr Arbeitsaufwand ist, würde ich jetzt mal sagen, ne? Aber mich überfordert, alles beim Stream überfordert mich, ohne Witz. Ich nehme die beiden jetzt mal mit, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir die tatsächlich schon brauchen, ey. Nee, es ist super. Ich freue mich über jede Chat-Nachricht. Um Gottes Willen, versteht das nicht falsch. Es ist nur anstrengend, auf alles gleichzeitig zu achten irgendwie die ganze Zeit. Gib mir auch so. LPs sind sehr viel entspannter, ja. Ja, genau, bei Let's Plays, ne, da kann man Pausen dazwischen machen. Da kann man sich auch wirklich mehr auf die Spiele konzentrieren. Stream ist auch was ganz anderes als Let's Plays, ne? Schon faszinierend. Also einen ganz anderen Bezug zu dem Spiel, das man spielt, hat man. Wenn man streamt, ist das fast so ein bisschen wie wenn man mit Freunden auf einer Couch sitzt und alle reden und man kriegt vom Spiel irgendwie eh nur die Hälfte mit. Und, ne? Und beim Let's Play ist man viel mehr drin in der ganzen Nummer. Moment, ich gehe oben rum. Wir haben da unten noch einen Hunter. Ja, macht doch nichts. Nehmen wir mit. Hey, viel Zeit für. Hallo. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Laufe ich irgendwie richtig? Ja, irgendwie schon. Gut. Irgendwie kommen wir schon dahin, wo wir hin müssen. Keiner weiß so genau wie, aber letztendlich. Ich glaube wirklich, das ist so eine Naturell-Frage, ne? Ich glaube, es gibt Leute, die können und machen das einfach ganz selbstverständlich. Ich glaube, das hängt auch sehr stark davon ab, welches Spiel man spielt. Bei Resident Evil muss ich mich halt jetzt doch ein bisschen konzentrieren. Wir haben Rätsel, an die ich mich nicht mehr wirklich erinnern
kann. Jederzeit könnte was aus dem Fenster springen. Und wenn ich sterbe, ist mein Savegame weg. Also, nee, mein Savegame ist zum Glück nicht weg. Aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Und wenn wir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Dwarf Fortress, okay, da kann ich jederzeit pausieren zum Beispiel, ne, da wuselt so ein bisschen was vor sich hin. Das wäre nochmal ganz was anderes, glaube ich. Seit 4 Uhr morgens unterwegs, Silas. Harter Tag heute anscheinend. Ich bin auch, ich habe jetzt übrigens mir angefangen, dass ich immer um spätestens 6:45 aufstehe. Also 6:45, 6:45, je nachdem. Da gibt es ja kulturelle Unterschiede. Carter, come on. Was ist denn los mit dir? Die sind das echt nicht mehr gewohnt. This is not Chris's sandwich. Einer meiner Lieblingssamples. I hope this is not Chris's sandwich. Die sind da. Carter, was ist denn los? Die sind das echt nicht mehr gewöhnt, dass ich nicht dauernd Zeit für die habe. Und habe so ein bisschen meinen neuen Tagesrhythmus. Ja, ich glaube auch, die Katze ist der Bossgegner. Ja, aber ist halt auch so niedlich, ne? Guckt ihn euch an. Katerchen, was machen wir denn mit dir, ha? Ja, aber du kannst hier nicht bleiben. Wir müssen Resident Evil spielen. Hey. Was machen wir denn da? Schauen wir mal, wartet mal. Okay, let's go. So. Alles kein Problem. Kriegen wir doch alles gleichzeitig geregelt. Ja, Kleiner, ha. Okay, jetzt lass mich mal überlegen. Hä? Carter. Ah, Mikrofon wieder voller Haare. Jetzt geht's wieder los. Wir müssen die Katzen jetzt wieder regelmäßig bürsten, ey. Meine Güte, verliert die Haare. Meine Güte. Ja. Ein süßer Tyrant. Ein süßer Tyrann wirklich auch, ja. okay, genau. Ich habe schon wieder ungefähr, wie es funktioniert, das Ganze. Genau. Auf was freut ihr euch denn dieses Jahr spieletechnisch noch am meisten? Also ich kann schon mal sagen, ich freue mich jetzt sehr auf Dragon's Dogma 2. Was? Mich hat ernsthaft so eine Schlange erwischt. Ich freue mich jetzt echt sehr auf Dragon's Dogma 2. Ich bin ein Riesenfan vom ersten Teil. Ein absolut unterschätzter, underrateder Schatz. Großartiges Spiel. Damals schon. Freue mich sehr auf den zweiten Teil. Bin sehr gespannt. Ich hoffe, die kriegen das hin, den würdigen Nachfolger zu machen. Habe ich tierisch Bock drauf. Und ansonsten, was erscheint denn noch dieses Jahr? Was erscheint denn noch so dieses Jahr? Was habt ihr denn so auf dem Schirm? Dieses Jahr ist wieder Backlog-Jahr bei dir. Ah, okay. Na gut. Aber habt man ja vom letzten Jahr wahrscheinlich auch noch viel übrig. South Park. Und ein Spiel, was nicht in Deutschland erscheint. Aha, das weiß ich jetzt gar nicht. Was erscheint denn nicht? Was wird denn heutzutage noch indiziert? Machst du zu der Fallout-Serie Lore-Videos? Kann ich mir sehr gut vorstellen, Günther. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, ich habe schon die Spiele, die für mich wichtig waren dieses Jahr. Final Fantasy VII Rebirth und das TR Remaster. Ah, Tomb Raider, ja. Dragon Ball Sparking Zero. Das Silent Hill 2 Remake. Bin ich sehr gespannt drauf, wirklich. Aber ich glaube, es wird scheiße. Ich sag's euch, wie es ist. Ich muss jetzt mal ganz kurz
Wartet mal schnell. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, was dieses Jahr noch schnell, was dieses Jahr noch erscheint. Ich überfliege mal eine Release-Liste für dieses Jahr. Und guck mal, ob mir was ins Auge sticht. Hä? Wo ist denn meine gute? Ah, hier. Press a key. Die haben gute Release-Listen. Ah, jetzt, weil ich auf der Konsole spiele, kann ich euch das jetzt... Oh, weiß ich nicht. Ich glaube, das kriege ich jetzt gerade nicht hin, dass ich euch das zeige. Ich schaue nur kurz durch. Ich will mich gar nicht zu lange damit aufhalten. Nur, das... Weil es mich gerade selber interessiert. Weil ich weiß, dass noch ein paar Spiele kommen, wo ich mir gedacht habe, yo, sehr gespannt. Bin ich sehr gespannt drauf oder habe ich tierisch Bock drauf. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Also Alone in the Darkness, morgen bin ich gespannt drauf. Dragon's Dogma 2, freue ich mich wirklich drauf. Bin ich riesig gespannt. Dann haben wir das South Park Spiel, Planet Zoo, Prison Architect 2. Ja, alles, ne. Gehen wir mal in den April. Was haben wir da? Ach, The Devil Within. Ich dachte schon, da steht The Evil Within. Ich dachte mir so, what? Da kommt ein Evil Within? Wie konnte das an mir vorbeigehen? Nein, The Devil Within. Nee, okay. Bliblablub. Dann gehen wir in den Mai. Ah, Senua Saga Hellblade 2. Yo. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, auf jeden Fall. Sehr gespannt. Frostpunk 2? Frostpunk, das habe ich sehr deutsch ausgesprochen. Frostpunk 2 im Juli bin ich auch sehr gespannt drauf. Finde den ersten großartig. Und ab dann wird's dünn, ne? Ab dann wird's dünn, weil die Ankündigungen kommen erst noch. Wir haben jetzt noch ein paar Spielemessen und so weiter. Das Summer Games Fest und so. Gibt es eine E3 noch? Ich glaube nicht mehr, ne? Stalker 2 haben wir noch im September. Mal gucken, ob das nochmal verschoben wird oder ob das erscheinen kann. November, Dezember bis jetzt noch leer. Werden bestimmt noch einige Sachen angekündigt. Eine Handvoll cooler Sachen, auf die ich sehr gespannt bin, ist auf jeden Fall dabei. Gucken wir mal. Dragon's Dogma am 22. Ja, genau. Wo meinst du jetzt Silent Hill 2, woher ich wissen will, dass das schlecht wird? Also wissen tue ich natürlich gar nichts, aber nach allem, was man gesehen hat, nach allem, was man gelesen hat, nach Aussagen des Entwicklungsteams, nach dem, was Konami in letzter Zeit so gemacht hat, weist sehr viel darauf hin, dass es nicht gut wird. Es gibt Indizien, definitiv. Es gibt viele Indizien, die darauf hinweisen, dass es nicht gut wird. Und meiner Meinung nach nicht wirklich Indizien, die darauf hindeuten, dass es gut wird. Aktuell sieht es nicht gut aus, würde ich sagen. Aber wissen kann man es natürlich nicht. Und ey, ich hoffe, dass ich mich täusche. Es wäre großartig. Aber ich glaube es nicht. Kurbel. Kurbelwasserfall. Let's go. Tempest Rising und Saffron. Das sagt mir gerade beides nichts. Also ich fand den Trailer gut und man darf nicht vergessen, dass es nur ein Trailer war. Ja, das auf jeden Fall. Oh nein, hätte ich die Kurbel mitnehmen sollen. Ach Gott, ja, gehen wir schnell zurück. Ist ja gleich erledigt. Ich dachte ehrlich gesagt, die Kurbel steckt da noch drin. Es war ja dann, wisst ihr, das sind genauso diese Anzeichen, wo ich Angst um das Projekt habe, um Silent Hill 2. Weil nachdem der Trailer veröffentlicht wurde, war so die allgemeine Meinung eher negativ. Und dann hat sich jemand vom Blooper-Team gemeldet und hat in einem Interview gesagt, dass
Konami für den Trailer verantwortlich ist und dass er sehr unzufrieden damit ist, wie Konami das Spiel präsentiert hat, und das echte Spiel wird viel besser als das, was man im Trailer gesehen hat, und Konami hat das irgendwie schlecht dargestellt, und das klingt alles einfach nicht gut, ne? Da ist anscheinend die Kommunikation zwischen Entwicklungsteam und Publisher nicht gut. Da wird sich gegenseitig irgendwie jetzt schon Schuld zugeschoben. Obwohl nur, es war nur ein Trailer, chillt mal. Aber wisst ihr, was ich meine? Das ist nicht gut, wenn so kommuniziert wird. Das ist nicht gut. Das ist kein gutes Zeichen. Das kann alles nichts bedeuten, aber es ist kein gutes Zeichen. Rise of the Ronin, warte mal, das ist, glaube ich, das kommt ja auch demnächst, ne? Ist das das Spiel von den Machern von dem Nicht-Dark Souls mit dem Samurai? Name fällt mir nicht ein, aber wer weiß, was ich meine, weiß, was ich meine. Ich müsste echt mal die Kiste aufräumen, ich finde gar nichts mehr. So. Du hast... Aha, das ist voll clever, Zeiles. Hast du eine Kamera, die deinen Ofen filmt, damit du am PC in den Ofen gucken kannst? Damit nichts verbrennt. Das ist das Cleverste, das ich heute gehört habe. Und vielleicht in einer langen Zeit. Sehr cool, muss ich schon sagen. Props dafür. Tempest Rising ist ein Command & Conquer-Nachfolger im Geiste. Ah, alles klar. Das klingt auch für mich interessant. Wobei ich ehrlich gesagt, ich war zwar ein großer Command & Conquer-Fan. Ich habe den ersten damals nicht gespielt. Der ist an mir vorbeigegangen. Aber seit dem zweiten Teil habe ich viele Teile gespielt und alle geliebt. Also vom zweiten bis Generals habe ich alle gespielt und fand die alle cool. Und mochte damals auch Echtzeitstrategiespiele wirklich gerne, aber irgendwie nicht mehr. Das hat sich verändert, da mein Videospielgeschmack. Irgendwie geben mir Aufbaustrategiespiele nichts mehr. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da heute noch großartig Spaß hätte mit so einem Command & Conquer-Klon. Aber vor 10 Jahren oder 15 noch hätte ich da tierisch Bock drauf gehabt. Jo, mach's gut, Günther. Bis bald. Wenn die Kamera mal streikt, stellst du einfach den Herd neben den Monitor. Oh ja, aber wisst ihr, das ist ja voll fies. Stellt euch vor, man hat einen Freeze-Frame und man merkt's nicht. Passiert ja manchmal, ne? Also zumindest auf Twitch, keine Ahnung. Aber stellt euch vor, plötzlich, ne, glitscht die Kamera. Und man sieht immer noch die tiefgekühlte Pizza im Ofen und merkt gar nicht, weil es bewegt sich ja nichts. Es gibt ja keine Bewegung. Man merkt überhaupt nicht, wie die Pizza heimlich verbrennt. Damn. Das ist natürlich schlecht. Dann gib mir meinen Ofen Bescheid. Der piepst. Ja, okay. Das stimmt. Da hat man dann das Sicherheitsnetz. Uiuiuiuiui. Jetzt aber. Jetzt wird's düster. Ich
dachte wirklich, man geht vorher zu Lisa, bevor man hier reingeht. Ich bin auch gerade komplett lost jetzt. Oh. Against Living Things. Nice. Ich liebe Resi, aber ist das nicht mal ausgelutscht? Also, dadurch, dass ich die Spiele nicht so oft spiele wie andere, ne? Es gibt ja Leute, die wirklich speedrunnen oder irgendwie wenigstens einmal im Jahr spielen. Ich spiele tatsächlich die Resident Evil Spiele alle paar Jahre. Und es gibt einige, die habe ich schon ewig nicht mehr oder vielleicht sogar gerade bei den weirden Spin-Offs noch nie gespielt. Dadurch fühlt sich das für mich immer wieder frisch an. Also ich bin auch jemand, ich wäre schnell frustriert, wenn ich mich zu sehr irgendwie immer wieder damit beschäftigen würde. Also nicht damit beschäftigen, das ist cool, sondern sie wirklich spielen würde. Ich brauche diese längeren Pausen. Und deswegen ist das für mich dann auch nicht ausgelutscht. Ganz im Gegenteil. Ich finde es dann immer wieder schön, weil ich Sachen vergesse und wiederentdecke und... Ist das du, Jill? Schön einfach. Ist das die Stimme Enricos? Ja. Du bist lebend. Stopp! Bist du mit jemandem, Jill? Nein, aber warum? Die Sterne sind finished. Someone is a traitor. Umbrella set us up. Enrico! So ging es mir witzigerweise auch. Ich habe Command & Conquer auch auf der PlayStation traitor? Zum ersten Mal gespielt. Who? Enrico! No! Wer das auch immer getan hat, war definitiv ein Profi. Moment mal, der hält was. Eine Kurbel, die kann ich nicht mehr mitnehmen. Wegen blöder Pistolenmunition. Warum habe ich die nicht liegen lassen? Moment, war es das wirklich? Enrico ist tot. Was hat der nur gewusst? Tja. Oh! Well played, Hunter. Well played. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, okay. Elevator Power Source. Oh Mann, ey, wir haben zu viele Items. Kann ich? Nee, kann ich nicht, ne? Ich kann die auch nicht einfach wegwerfen jetzt. Ach, wisst ihr was? Das tut mir im Herzen weh, ohne Scheiß, aber... Hauen wir das Heilspray weg. Hilft ja nix. Jumpscare. Ja, voll, ey. Ihr habt mich voll erwischt. Ja, aber weil es vorher gerade im Chat jemand geschrieben hat wegen den Kerzenflammen und so. Ich find's grundsätzlich so crazy, wie gut das Spiel aussieht. Ich hab's ja... Ne, ich sag's jedes Mal. Ich auch Dauerschleife. Aber... Das ist halt wirklich nur eine leicht, also ne schon ein bisschen, aber halt nur eine aufgepeppte, oh Gott. Eine aufgepeppte Version der GameCube-Version damals. Und dass das Spiel halt auf dem GameCube basically so gut ausgesehen hat wie hier, halt nicht in HD, aber trotzdem, das war damals so unglaublich. Das hat damals so unfassbar gut ausgesehen, dass es heute noch... gut aussieht. Also jetzt dieses HD-Remake sowieso perfekt und die GameCube-Version wäre halt ein bisschen matschiger, ne? Aber basically auch schon auf dem Niveau. Und das ist wirklich crazy. Das ist wirklich gut. Wofür brauchen wir den hier? Ich blicke überhaupt nicht mehr durch. Aber das fügt sich alles. Alles fügt sich. So, ich glaube,
Da wir nur noch... Ich muss jetzt echt mal ganz kurz ein bisschen sortieren, weil ich habe keinen Überblick mehr, was wir eigentlich noch haben. Genau. Also. Feuergranaten, 2 Shotgun Shells. Mehrere Stapel Magnum-Munition, aber das ist okay. Dann werde ich es jetzt nämlich mal so machen. Wir nehmen jetzt die Waffe, die besonders gut gegen lebende Dinge ist. Barrys anti-lebende Dinge-Waffe. Weil mit 24 Schuss Säuregranaten können wir viel anfangen. Und ich glaube, wir brauchen die grüne Kurbel nicht mehr, aber ich nehme sie jetzt mit, weil ich mir nicht mehr sicher bin. So, speichern. Ja, so ein Trophäenhunter bin ich auch gar nicht. Es gibt nur ganz, ganz wenige Spiele, die ich auf Platin gespielt habe. Und eigentlich immer nur, wenn mir die Spiele wirklich, wirklich, wirklich gut gefallen. Weil dann... Na, und ich habe sie meiner Meinung nach zu 100% durchgespielt. Dann interessiert mich, was jetzt noch die Trophäen für Vorschläge haben, was ich noch machen könnte, was ich noch nicht gemacht habe, ne? Das ist aber auch schon das Einzige. Ansonsten geben mir so Trophäen irgendwie gar nichts. Die grüne Kurbel brauche ich nicht mehr. Gut, dann lassen wir die jetzt wirklich gleich hier. Wenn ihm er das bestätigt, dann weg damit. Zephon ist ein 4X-Spiel. Ah, 4X-Spiele mag ich gerne. Mag ich gerne. Hi, Ben. Habe ich aber auch schon lange keins mehr gespielt. Aber ich habe so viel Zeit in Civilization 3 und 4 versenkt. Das war unglaublich. Also gerade bei 4 ist es schon nicht mehr lustig. Flammenwerfer? Oh oh. Sie hätten es schon machen können, dass sie ihre Mütze verliert und dann noch schnell irgendwie, ne, rausziehen muss, bevor der Felsen kommt oder so. Hätte man an der Stelle noch so als Referenz einbauen können, wenn ihr mich fragt. Jetzt muss ich mir nochmal kurz gucken. Da, wo der Felsen war, ist, glaube ich, Magnum-Munition, zumindest im Original, oder? Aha, Schrotflinte. Naja, gut. Nehmen wir auch mit. Ey, wenn der Felsen nicht losgerollt wäre, wären wir aufgeschmissen, ne? Hätten wir keine Chance. Wären wir tot. Gott sei Dank. Gott sei Dank hat jemand die Indiana Jones Filme gesehen. Irgendein exzentrischer Milliardär. 30.000 Kronkorken hast du, Matt Clyde. Dann hau die in random Audio-Files. Der moderne Chris hätte den Felsen weggehauen. Ich glaube, wegen Resident Evil 1 hat Chris so einen Hass auf Felsbrocken. Ich glaube, da ging alles los. Da ging die Fehde los gegen Felsen. Oh oh. Das ist in Village schon sehr lustig. Dass Heisenberg das tatsächlich referenziert und Chris einen Boulder Punching Freak nennt. Finde ich schon sehr lustig. Ich werde gerade ein bisschen niedergekombot. Ich
Bisschen eklig sind die schon, ne? Aber ich finde... Wow. Ich finde... Die so Vogelspinnen, so Tarantelartige, finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Bei weitem nicht so schlimm wie so andere, kleinere, ekligere Spinnen. Schnell, Jill, die Babyspinnen kommen, um die Mutter zu rächen. Der hat die Muskeln nicht wegen Wesker. Genau, genau. Das ist ein Vorwand. Naja, wenn er immer gefragt wurde im Fitnessstudio, warum er eigentlich so viel trainiert, sagt er wegen Wesker. Er will es mit Wesker im Nahkampf aufnehmen können, obwohl der mutiert ist. Hat er gesagt. Aber gedacht hat er sich, um diese verdammten Felsen, denen werde ich es heimzahlen. Er wollte es nur nicht sagen, weil die Leute halten ihn für verrückt. Aber sie sind es, die verrückt sind, weil sie die Gefahr der Felsen nicht erkennen. Na. So war das. Die Felsen werden kommen. Weiß jemand, was das nächste Resi-Remake wird? Irgendjemand weiß es da draußen. Bin ich mir ziemlich sicher. Bei Capcom wird es Pläne geben. Aber ansonsten weiß das niemand. Ich sag 1, Code Veronica oder 5. 1 Code Veronica oder 5. Es würde mich wundern, wenn es nicht eins von den drei wäre. Das muss überhaupt nichts heißen, ne? Aber es würde mich wundern. Stellt euch einfach den lustigen Fakt vor, es wären angenommen schon 5 bis 10 Spiele fertig. Sie tun einfach Zettel in Hüte. Also zumindest wissen wir tatsächlich, dass bei Capcom sehr viel parallel entwickelt wird. Also so 4, 5 Spiele, auch Resident Evil Spiele explizit, werden wahrscheinlich tatsächlich gerade parallel entwickelt. Gibt ja sogar Leaks, die da irgendwie drüber reden, aber das wundert mich auch gar nicht. Hi Frankfurter. Schön, dass du da bist. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was es wird. Wie gesagt, ich halte viel für möglich. Wie waren das gleich nochmal? Ich habe es schon beim letzten Mal nicht geschafft, diesen blöden Felsen zu triggern. Und dann war es irgendwie komplett dämlich. Dann war es irgendwas komplett Dämliches. Also beim letzten Mal meine ich beim Original. Ich glaube, ich muss noch mal kurbeln. Darf ich eine Vermutung, welches Resident Evil erstmal ein Remake bekommt und auch erscheinen könnte? Ob du die hier reinschreiben darfst? Na logisch, hau raus. Warum denn nicht? Vermute immer, immer fröhlich drauf los. Na guck, wir waren sogar leicht verletzt. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, ein Hunter hat uns geboxt, ne? Ah, nicht combinen. Nein, examen. Das finde ich ein bisschen komisch, dass man hier, um die zu öffnen, auf den Deckel gucken muss und nicht vorne aufs Schloss. Intuitiv würde ich eigentlich eher aufs Schloss gucken. Aber gut.
Resident Evil 6. Naja, ich hab's eh schon 100-mal gesagt, ne? Und ich sag's immer wieder, ein Resident Evil 6 Remake halte ich nicht für ausgeschlossen, weil solange die Remakes gut laufen und die für Capcom so ein bisschen quasi eine eigene Reihe sind, ne, so eine eigene Subreihe, werden die alles remaken. Die werden alles remaken, wenn es läuft. Und da bietet sich auch ein sechster Teil an. Die haben in der Vergangenheit bewiesen, dass die auch ganz gut so keckig, mimig mit so Sachen umgehen können. Vielleicht bauen sie da ganz viele Referenzen ein, so von wegen so, ja, wir wissen schon, dass das blöd war. Aber diesmal machen wir es besser. Gucken wir mal, kann ich mir alles vorstellen. Aber logischerweise jetzt erstmal nicht, ne? Da gibt es viele andere Spiele, die vorher wahrscheinlich auf der To-Do-Liste stehen. Nee, nochmal drehen. Hilfe! Ich will doch nur... So! Ah. Okay. Auch so ein weirdes Rätsel, ne? Das auch nur in Resident Evil 1 Spielmechanik-Logik irgendwie Sinn macht. Es ist schon lustig. Die guten alten Schieberätsel. I can't carry anymore. Wie viel Heilmittel ich schon verschossen habe deswegen. Es ist traurig. Aber kann man nichts machen. Muss ich das jetzt wirklich 100-mal in die Richtung drehen, bevor das stimmt? Kann ich nicht einfach das andere drehen? Oh mein Gott, wenn man da einmal zu oft drückt, ne? Mega frustrierend. Okay. Das hätten wir auch. Der lange Gang da ist noch rot. Ich weiß nicht warum. Da gucken wir nochmal hin. Resident Evil Zero Remake, aber bitte mit Inventarbox. Ja, das wäre schön. Das hoffe ich auch. Ich finde, weißt du, dass man Sachen jederzeit überall ablegen kann, ist ja voll cool. Ich bin ein Fan davon. Aber halt bitte in Kombination mit einer Itembox, ne? Das wäre voll gut. Nee, diesen Zylinder gab es im Original nicht, dass man den so rumdreht. Aber die Statue schon. Mit der komischen Wand, die man rausfährt. Ein Resident Evil ohne Lagerkiste ist wie Super Mario ohne Unsterblichkeitsstern. Wie nennt ihr eigentlich den Unsterblichkeitsstern? Weil ich nenne den schon immer Unsterblichkeitsstern. Aber ich habe vor ein paar Jahren erst witzigerweise erfahren, dass das anscheinend eine weirde Bezeichnung ist, die meisten Menschen nicht benutzen. Ich dachte, es ist selbstverständlich, dass der Unsterblichkeitsstern heißt. Aber für viele ist das anscheinend ein bisschen weird. Naja. Für mich ist und bleibt das der Unsterblichkeitsstern. Ach, der Gang ist rot, weil hier wieder Kräuter rumstehen, ne? Jetzt nehme ich wieder das grüne Kraut mit und dann stehe ich wieder vor irgendeinem Item, das ich nicht mitnehmen kann und dann verschwende ich wieder das grüne Kraut. Aber so ist das Leben.
Ein Coop-Modus für Zero könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Das würde auch nicht stören, glaube ich, in dem Spiel. Das macht voll Sinn. Oder eine sehr gute KI. Die müsste aber wirklich sehr gut sein. Oh, ich meine, wisst ihr, ich liebe Luis in Resident Evil 4 Remake jetzt. Großartiger Charakter, ich finde den ganz toll. Aber die KI, also in Resident Evil 4 Remake, die Begleiter-KI von ihm ist jetzt auch nicht die allergeilste. Und wenn das wirklich schon so ein bisschen Experimente für Resident Evil 5 waren, eieiei, dann hoffe ich mal, dass auch im Resident Evil 5 Remake die Begleitperson jeweils unsterblich sein wird. Warum habe ich das Messer dabei? Kann mir das mal jemand erklären? Weil wenn Luis nicht unsterblich wäre, dann wäre der sehr nervig als Begleitung. Naja. Gucken wir mal. Also nach den bisherigen Remakes mache ich mir bei Capcom eigentlich aktuell gar keine Sorgen, dass die nicht was sehr Gutes hinkriegen, egal was die remaken. Die haben gerade einen sehr guten Track Record. Es kann nicht immer alles, ne? Es kann nicht immer alles perfekt sein, ist voll okay und voll in Ordnung. Aber denen traue ich definitiv zu, dass die aus jedem Spiel, dass die jetzt nochmal anfassen, was Gutes rausholen. Da mache ich mir gerade keine Sorgen. So. Wo führen eigentlich die Leiter hin? Die Leiter führt... Wieder, sind wir über die Leiter hier reingekommen? Ja, genau, über die Leiter sind wir reingekommen. Okay. Gut. Wegen Landscape Burger habe ich mit Fallout angefangen. Hoffentlich hat es dir gefallen. Da. Ja, Zero hat leider viele Schwächen. Ich finde es jetzt auch nicht schlecht. Glaube ich. Wir werden sehen. Wir kommen bald zu Zero, ne? Lang haben wir nicht mehr. Dann ist Zero-Zeit. Ich drücke einen Knopf. Ich drücke Knopf Nummer 1. Ich drücke Knopf Nummer 2. Ich drücke Knopf Nummer 3. Und 4. Heute mal ganz gewagt. Nein, nichts passiert. Oh. Ach so, weil auf dem Kolben steht, in welcher Reihenfolge ich drücken muss. Hätte ich mir vielleicht mal anschauen sollen, ne? Muss ich die jetzt... Muss ich den drehen? Ich glaube, ich muss den wahrscheinlich gar nicht drehen, ne? Das ist... Oder? Ich dreh's lieber. Ich dreh's lieber nochmal hin. Wir müssen 4, 2, 3, 1. So. Ich weiß nicht, warum mir der Automat das wieder zurückgedreht hat, aber gut. Jetzt schaue ich es mir nochmal schnell an. Ach, das resettet sich immer wieder von alleine. Okay, dann ist das wirklich nur, als ob man den Code nicht so lesen könnte. Naja. 4, 4, 4, 2, 3, 1. Los geht's. Vier. Zwei. Drei. Eins. Ta-ta-ta-ta. Hallo, weiß jemand zufällig, was aus Fallout New Vegas 2 geworden ist? Ob, also das würde implizieren, dass es mal ein Fallout New Vegas 2 gegeben hätte, aber das war nie in irgendeiner Form, auch nur ansatzweise offiziell bestätigt, ne? Thank God you're safe. Das ist eine vage Hoffnung. A noise I heard brought me down here, but dass es sowas geben könnte. Mehr leider nicht. Have any idea as to what might be at the bottom? There's only one way to find out.
Zero ist das mit dem Zug. Oh, das sah auch auf, also grafisch, ne? Der Zug vor allem. Wenn man dann auf dem Dach ist, das war damals so der Hammer. Das muss man schon sagen. Hat unglaublich gut ausgesehen, Zero. Jill, go check it out. We had enough surprises for one day. I'll stay here and secure our escape route in case something happens. Warum bist du nicht? Geh du doch. Geh du doch, Barry, mit deiner Magnum und check das out. Warum muss ich jetzt gehen? Ist ja gemein. Nee, ich bin eh, passt eh, wir sind noch gut ausgerüstet. Ich guck mich nur mal schnell um. Die Zugpassage ist super. Ich finde wirklich, Resident Evil Zero ist, solange man im Zug ist, absolut toll. Die Zugpassage finde ich großartig. Die habe ich auch öfter immer wieder mal gespielt. Die mag ich, finde ich gut. Aber danach wird es irgendwie immer frustrierender. Gefällt mir nicht mehr, leider. A chill sandwich. Könnte mir vorstellen, dass Obsidian im Fallout mal wieder entwickeln kann. Genau. Weil jetzt alles zu Microsoft gehört. Genau. Das ist eben so die Hoffnung, dass man gesagt hat, okay, jetzt wo Bethesda zu Microsoft gehört, wo die Lizenz bei Microsoft ist, die ja eben auch schon Obsidian gekauft haben, ne, vielleicht könnte man ja, ja, und dann hat auch noch Obsidian gesagt, dass die durchaus Interesse hätten, ein Fallout zu machen. Gleichzeitig hat Bethesda gesagt, dass die eher so selber Fallouts machen wollen, ne? Aber alles ist möglich. Lisa, it's your birthday. Happy Birthday, Lisa. Alles Gute. Kannst du bitte kurz zu Boden gehen? Danke. Moment mal, ich habe nichts, was ich da reinlegen könnte. Lisa Trevor. Das vielleicht interessanteste Monster in der Resident Evil Reihe, weil sie ausnahmsweise im Vergleich zu allen anderen Monstern oder fast allen eine richtige Geschichte bekommen hat, ne? Die meisten sind halt einfach Klone. Klone von irgendwas. Mehr weiß man nicht. Manchmal trotzdem interessante Kreaturen, sowohl vom Design her als auch von der bizarren Geschichte dahinter, Hunter und so weiter, ne? Aber Lisa Trevor war halt ein Mensch und hat eine Story bekommen und das macht sie irgendwie eben dreidimensionaler und interessanter. Das ist schon cool. Okay, muss ich jetzt die Kiste zerquetschen und dann ist da irgendwie ein Flammenwerfer drin, den ich da reinhake oder irgendwie sowas. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lisa, was machst du denn? Ich will nicht so viel Munition in dich reinschicken, aber ich kann mich überhaupt nicht orientieren hier. Die Stelle, ich kann mich noch genau erinnern, fand ich damals so unglaublich stressig und schlimm und... Oh, furchtbar. Ich finde es heute fast ein bisschen lustig, dass ich das damals so, so schlimm fand. Vor der Stelle hatte ich auch wirklich Angst jetzt die ganze Zeit. So ein bisschen.
während des Spielens, weil ich mir dachte so, oh, das kommt bald. Und das wird voll gruselig. Barry. Barry! Wenn der wiederkommt, machen wir ein Barry-Sandwich. Hi, Darko. Dir auch. Schöne Grüße, wenn man das so sagen kann. So. Dann machen wir mal ein Box-Sandwich. Es kommen immer die gleichen Fragen. Ich muss zu all dem Videos machen, Leute. Ich merk's schon. Also, ich habe Hausaufgaben von euch bekommen. Ich schreibe es mir auf. Es ist gut. Was kommt in Resident Evil 9 vor? Und was werden die nächsten Resident Evils? Dann werde ich in Zukunft nur noch den Link in den Chat posten. Ab jetzt. Ab dann, wenn die Videos existieren. Wobei die Fallout-Maps ab dem dritten Teil viel kleiner werden. Das wäre crazy. Stellt euch mal vor, so ein kompletter Bundesstaat in den USA wäre quasi, ne, wie in Fallout 3 und 4, also die Größe der Map von Fallout 2 in dem Stil von Fallout 3 gebaut. Ohne Schnellreise, ne. Das wäre, dann hätte das Spiel genau das gleiche Problem wie Starfield, wenn die das machen würden. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal so gute und mächtige KIs, dass man sowas tatsächlich realisieren kann. Aber bis dahin ist das Quatsch. So, chill. Kaputter Flammenwerfer. Hä? Kaputter Flammenwerfer. Hä? Was? Warum muss ich den jetzt nicht da reinmachen? Spinn ich? Ja, hier ist auch in den es gibt so viele Spiele mit gelben, ne, dass sich gelb als die Markierungsfarbe durchgesetzt hat, finde ich auch interessant. Warum kann ich denn den jetzt nicht benutzen? Ich bin sehr verwirrt gerade. Hä? Hätte ich die kaputte Schrotflinte mitnehmen sollen oder was ist jetzt los hier? Da ist ein Hebel weiter hinten. Ja, den Hebel habe ich schon gedrückt. Muss ich den nochmal drücken? Hat sich das resettet? Ja, kann sein. Kann sein, dass es daran liegt, ne? Mach ich nochmal. Aha, es liegt wirklich daran. Okay, alles klar. Als ich den Raum verlassen habe, hat sich das wieder... Ja, okay. Lisa, ich müsste bitte dahin, wo du bist. Dankeschön. Ah, Steuerung. Die Steuerung ist mein schlimmster Feind hier. Nein! Ah, es ist auf Zeit. Jetzt haben wir ein Problem. Und jetzt liegt sie da auch relativ ungünstig, ne? Okay. So, schnell jetzt. Chill, wir haben nicht viel Zeit. Erstens die Hebel und zweitens Lisa, ne? Also, Steuerung, lass mich jetzt nicht im Stich. Dammit, die steht schon wieder auf. Oh, die steht viel zu schnell wieder auf. Ich krieg eine Watsche. Können wir uns vielleicht vorbeidrängeln? Nee, es geht nicht. Und wir kriegen viel zu viel ab hier. Ah, naja, machen wir es nochmal.
Dann müssen wir sie jetzt erstmal weglocken. Original 4 ist mein Lieblingsteil. Immer noch. Ich habe kurz drüber nachgedacht, ob ich mich verlaufe. Ob vielleicht sogar 4 Remake das Original ablösen könnte als mein Lieblingsteil, aber nee. Aber wir kommen noch zum Original 4. Auch das habe ich jetzt mittlerweile schon seit einem Jahr nicht mehr gespielt, ne? Vielleicht ändert sich meine Meinung. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, der Original 4. ist einfach zu legendary, als dass der jemals abgelöst werden würde. Nein, Steuerung. Lass mich jetzt. Danke. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Lisa hat es eigentlich ganz schön hier unten, ne? Muss man schon auch sagen. Tada! Ein Steinring. Ah, das legendäre Familienfoto. Das einzige Bild, das wir irgendwie von den Trevors haben. Ansonsten gibt's da gar nichts, ne? Da steht etwas auf der Rückseite. 10. November 1967. Progenitorvirus admin... verabreicht. Jessica. Verabreichter Virus Typ A. Plasmolysing, das Plasmalisieren des Gewebes der Zellen wurde aktiviert. Virusfusion negativ, Aktion entsorgt. Lisa, administrierter, abgegebener, hinzugefügter Virus Typ B. Plasmalyse des Gewebes während der Zellenaktivität. Virusfusion positiv, aber verzögerte Fusion. Körpermodifikationen. Observed constant results. Ständige Resultate, fortlaufende Resultate zu beobachten oder sowas vielleicht. Status. Weiterhin geschützt beobachten. George, Aktion terminiert. 30. November 1967. Hier ist außerdem ein Tagebuch, das von jemandem zurückgelassen wurde. 14. November 1967. Mir ist schwindlig, nachdem sie mir die Spritze gegeben haben. Ich habe Mama nicht gesehen. Wo haben sie sie hingebracht? Sie hat mir versprochen, dass wir gemeinsam fliehen würden. Ist sie alleine geflohen und hat mich zurückgelassen? 15. November 1967. Ich habe Mama gefunden. Wir haben zusammen gegessen. Ich war sehr glücklich. Aber sie war nicht echt. Nicht meine echte Mama. Das gleiche Gesicht, aber innen anders. Ich muss Mama finden. Ich muss das Gesicht meiner Mutter zurückgeben. Ich habe Mutters Gesicht. Niemand kann Mama haben außer ich. Ich habe ihr Gesicht angezogen, damit es nicht weggeht. Mama ist bestimmt traurig, wenn sie mich ohne ihr Gesicht trifft. 17. November 1900 irgendwas mit 7. Vom Inneren der Box, Mamas Duft. Vielleicht hier echte Mama. Steinbox ist hart. Es tut weh. Stahlseile sind im Weg.
kann Mama nicht sehen, weil vier Steins. Tja. Ich meine, boah, das ist jetzt fast, also keine Ahnung, das klingt fast zynisch, aber ich meine es gar nicht so, so gemessen an den Umständen, ne? So scheiße, wie da die ganze Geschichte ist und so. Im Grunde, basically, kommen wir noch zum bestmöglichen Outcome, ne? Fast sowas wie ein Happy End gibt's für Lisa hier. Also, so vom Ist-Zustand abgesehen, basically. Ja, keine Ahnung, ich versuche mir das, glaube ich, schön zu reden. Den Progenitor-Virus hatte nur Lisa bekommen. Von den Gegnern, die uns bekannt sind, also ich meine, auch mit Wesker wurde mit dem Progenitor-Virus rumexperimentiert. Aber Wesker hat ihn doch nicht deaktiviert. Dammit, muss ich rausschneiden nachher. Muss ich noch machen. Was wollte ich sagen? Irgendwas mit Lisa Trevor. Ich weiß es nicht mehr. Sailor Moon hat mich durcheinander gebracht. Aber ja, was auch immer ich gesagt habe, wird schon so stimmen. Wisst ihr Bescheid. So. Ist alles gut. Konntest du nicht wissen. Ach so, dass nur Lisa und Wesker den Virus haben. Ja, ich überlege gerade. Ich glaube tatsächlich, ansonsten wissen wir, glaube ich, nicht von irgendeiner überlebenden Figur, die direkt den Progenitor-Virus. Oder? Spontan fällt mir zumindest keiner ein, ja. Der nervigste Gegner in der gesamten Resident Evil-Reihe. Boah. Da gibt's viele. Habe ich tatsächlich nie die Karte mitgenommen. Ich finde schon die Affen in Zero. Die finde ich schon extrem nervig. Die sind definitiv ganz vorn mit dabei. Aber da müsste ich mir nochmal eine Liste angucken und müsste nochmal genau in mich gehen. Da gibt es bestimmt noch ein paar andere. Oh nein. Du kannst es tun. Oh, ich kann es nicht tun. Ich habe es irgendwie geschafft, im Kreis zu laufen. Oh, Sailor Moon. Oh mein Gott, die Kamera und die Steuerung verhindern, dass ich hier jemals rauskomme. Ich kann es nicht tun. Oh, Chili Moon. So, meine Güte. Nemesis ist für mich die Nummer 1. Normale Zombies, die im Weg stehen. So wie der da. Ah, dammit, ne? Ah, ich glaube, ich gehe nochmal zurück zur Hütte. Ich habe nämlich hier... Oder? Ja, genau. Ja, das machen wir. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber ich gehe nochmal zurück, weil zumindest den Windcrest-Dingens habe ich und ich glaube, das kommt da rein und dann kriege ich irgendwas Cooles, ne? Weiß ich nicht mehr. Eine Resi-Version von Sailor Moon. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Meinst du, mit KI generieren oder als Lied? Halt das Heilkraut fest und spür die Kraft.
Oder die Magnum. Halt die Magnum fest und spür die Kraft. Könnte man viel machen. Du kannst es tun. Flüchte aus, Raccoon. Oder so. Lisa, ich bin zu Hause. Bleib ruhig sitzen. Ich bin gleich wieder weg. Ich hol nur kurz Medaillon, das ich vergessen habe. Und mit der Liebe der Magnum werde ich dich bestrafen. Genau. Aha. Windcrest, das brauchen wir, glaube ich, ne? Ich glaube schon. Wisst ihr was? Ich speichere kurz. Wie spät ist es eigentlich? Wir haben noch ein bisschen. Gut, ich speichere trotzdem mal. Wisst ihr, was ich gerade, was ich, also, ich, Kopf kaputt. Wisst ihr, was ich gerade spiele und in meiner Auszeit sehr viel gespielt habe? Da habe ich innerhalb von einer Woche irgendwie, glaube ich, fast 100 Stunden Spielzeit zusammenbekommen. Und ich hätte es nicht gedacht. Helldivers 2. Das ist so gut. Helldivers 2 macht so viel Spaß. Das ist so ein gutes Spiel. Das kann ich euch sehr empfehlen. Falls ihr das nicht auf dem Schirm hattet, guckt euch das mal an. Das ist eigentlich gar nicht so ein Spiel, wo ich sagen würde, so wow, das ist was für mich. Ne, so vier Spieler Koop. Aber das ist so lustig. Und so actionreich und so over the top und so crazy. Das macht riesig viel Spaß. Hundert Stunden um den Baum. Was? Aber ja. Helldivers 2 ist vor allem auch deswegen voll spannend, finde ich, weil im Grunde, sowas habe ich noch nie erlebt, also das ist wirklich clever und wirklich was Neues, das Spiel im Grunde funktioniert wie ein Pen-and-Paper-RPG mit Millionen von Leuten, die das spielen, und einem Spielleiter, nämlich Joel. Ein mysteriöser Mann namens Joel. Und Joel bestimmt quasi in Echtzeit, der stellt sich extra einen Wecker und kriegt Alarmmeldungen, wenn irgendwas passiert, Nachrichten, wenn die Community irgendwelche Ziele erreicht hat, die er gestellt hat oder so. Und dann überlegt er sich neue Sachen. Und dann gibt er Belohnungen raus. Und dann passiert irgendwas, ne? Es war zum Beispiel so, so als kleines Beispiel, dass jetzt vor kurzem in das Spiel Mechs eingeführt wurden. Also so große Kampfroboter mit Maschinengewehr und Raketenwerfer, super cool. Und wie die eingeführt wurden, war, dass wir eine Mission bekommen haben, dass ein gewisser Planet von den Robotern angegriffen wird. Und wir müssen diesen Planet verteidigen. Und wir haben eine gewisse, also die ganze Community, ne? Und man hat eine gewisse Zeit von Tagen, Zeit, um den Planet zu erobern, um so eine Leiste zu füllen. Millionen Mal muss auf dem Planeten gewonnen werden, im Grunde. Und die ganze Community muss zusammenarbeiten, damit das Ziel erreicht wird. Und da wir das Ziel innerhalb der Zeit erreicht haben, wurden die Mechs freigeschaltet. Hätten wir es nicht geschafft, wären die Mechs tatsächlich nicht freigeschaltet worden. Also, irgendwann in der Zukunft sicher mal, aber jetzt noch nicht. Und das ist so, ne, ein Beispiel, wie das quasi funktioniert. Und das ist ziemlich cool. Und es gibt noch viele andere Gründe, aber vielleicht mache ich da ein eigenes Video dazu. Was ich so clever und so cool an dem Spiel finde. Das sprengt jetzt den Rahmen. Mechs in Resident Evil finde ich auch ziemlich cool. Okay, jetzt lass mich mal kurz gucken. Muss ich mir das merken? Mond ist 2, Sonne ist 3, Stern ist plus. Mond. Stern.
Sonne. Raben sind auch nervige Gegner, das stimmt. Aber es geht eigentlich. Ja, wir haben die Magnum. Habe ich es mir doch gedacht, ne, dass man die hier kriegt. Ich war mir nicht mehr sicher. Das ist schön. Genau, Helldiver ist basically Starship Trooper. Also, nicht nur tatsächlich. Es gibt aktuell im Spiel zwei Fraktionen in Helldiver, zwei feindliche Fraktionen, die quasi von zwei Richtungen bekämpft werden müssen auf der Galaxiekarte. Und das eine sind eben Käfer und das ist sehr stark Starship Troopers, von vorne bis hinten ganz stark. Und das andere sind die Roboter und das ist sehr stark Terminator. Wenn man gegen die kämpft, hat man so ein bisschen das Gefühl, man ist in so einer Mischung aus Star Wars, ne, so die Schlacht von Hoth und der Zukunftsversion von aus dem Terminator-Universum gefangen. So ist, wirkt das, ne? Überall Laser, die durch die Luft zucken und so. Das ist schon cool. Ich mag das wirklich sehr gerne. Könnten Jill und Chris Cyborg sein? Hm. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. So. Ja, genau. Da ist wirklich ganz viel drin. Also Helldivers 2 ist wirklich im Grunde so eine Mischung aus Starship Troopers, aus Terminator, aus Star Wars, aus Warhammer 40k, Earth Defense Force, falls euch das was sagt, steckt da ganz viel drin. Die parodieren und zitieren super viel. Hey, mal eine blöde Frage. An die, die das Spiel noch ein bisschen präsenter im Kopf haben als ich gerade. Sollte ich nicht schon irgendwie ein zweites Umbrella-Medaillon in meinem Besitz haben? Habe ich da irgendwo irgendwas übersehen? Oder? Ich dachte, ich hätte das schon haben sollen. Hey, und habe ich eine Modisk übersehen irgendwo? Oder verwechsel ich das jetzt wieder mit dem Original? Wisst ihr was? Ich spiele einfach weiter, anstatt Fragen zu stellen. Das ist eine gute Idee. Hört sich geil an. Ist es wirklich auch. Eine Abstimmung für 5000 Abo-Special. Was für ein 5000 Abo-Special? Auf Twitch? Sind wir auf Twitch bei 5000 Abos? Weiß ich, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viele Abos ich auf Twitch habe. Kann sein, dass ich jetzt hingucke und das sind 500. Oder 1 Million. Es ist alles möglich. Ich weiß nicht mal, wo man das sieht. Also Subs weiß ich, ne? Aber 3000 Follower, das meine ich. Wo haben wir denn 5000 Abos? Ich bin 39. Ich bin alt genug, dass ich nachrechnen muss. Lies mal weiter oben. Okay. Die Cyborgs haben auch was von den Necrons. Ja, die Cyborgs gab es im ersten Teil, im zweiten Teil nicht mehr. Bis jetzt. Es kommt was, also ziemlich sicher noch. Ah, Cosplay von Sailor Moon, das Lied vor der Kamera. Aber ich verstehe immer noch nicht das mit den 5000 Abos, aber gut. Also für 5000 Subs auf Twitch mache ich alles im Sailor Moon Kostüm hier vor der Kamera, was die Twitch Terms of Service erlauben. Überhaupt kein Thema. Überhaupt keine Frage. Hi Dark.
Ich könnte es mir vorstellen. Entweder kriegen die Roboter im Verlauf der Story noch Cyborg-Einheiten, weil die irgendwie befreien oder wiedererwecken oder was weiß ich was. Oder die Cyborgs kommen aus dem Norden. Barry? Well, I'm sorry, but he's probably the most powerful biological weapon in the world. Das ist so mein Lieblingssound. Ich finde das so lustig zusammengeschnitten. aber jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, in Helldiver 2, ne? Die Cyborgs kommen entweder als Einheiten für die Roboter oder aus dem Norden als eigene Fraktion. Würde ich auch drauf tippen. Ach nein, du hast 65.000. Ja, genau, auf dem Hauptkanal. Ja, okay. Auf dem Zweitkanal. Ja, okay, genau. Die kommen als eigene Fraktion. Ist das bestätigt? Nee, oder? Bestätigt ist das nicht. Genau, die blauen Laser aus dem Nichts, die weiß ich natürlich. Aber Veteranen des ersten Teils, ich habe den ersten Teil nicht gespielt, die sind sich sicher, dass die Illuminate zurückkommen. Nicht die Cyborgs. Also die blauen Laser zumindest. Bigenma ist jetzt ein Birdrider. Bigenma oder Big Enma, vielen, vielen Dank für deinen Prime Sub. Dankeschön. Freut mich riesig. Sehr nett von dir. Ich freue mich schon drauf, wenn ich die 1000 erreichen werde. Fehlt nicht mehr viel. Ah ja, sehr cool. Die ersten 1000 sind die schwersten. Kann ich dir sagen. Nicht, dass es ab dann, ne, irgendwie großartig abgeht, aber die ersten 1000 sind die zähesten. Ja, ich sollte irgendwie ein zweites, glaube ich, schon in meinem Besitz haben. Müssen wir mal gucken, wo ich das übersehen habe. Es sind tatsächlich noch viele Räume hier rot markiert. Insofern müssen wir mal schauen. Guck mal, da oben ist basically noch alles rot markiert. Ja, durchsuchen wir die Räume. Let's go. Oder wisst ihr was? Ich guck kurz. Ich guck, glaube ich, kurz. Wisst ihr was? Ich guck nach. Wo ich es übersehen habe. Weil sonst suchen wir jetzt hier ewig. Da habe ich irgendwie auch keinen Bock. Resident Evil Remake Umbrella Medaillon. Stone and Metal Object. There are two of those things in the game. One is used to open the door. Was? Aha, hey, gut, dass ich geguckt habe, weil da hätte ich nicht überhaupt nicht dran gedacht. Weil die Pause so lang war. Wir hatten das schon und haben es benutzt. Und wir müssen es wiederholen. Ich glaube, hinten beim Garten, oder? Ich glaube, wir haben das Gartentürchen damit geöffnet, wenn mich nicht alles täuscht. Chill. Sag doch was. Das war's, glaube ich. Ja. Das zweite steckt in der Tür zum Garten, genau. Genau, ihr habt es mir eh auch gesagt, dankeschön. Ich habe es auch nachgelesen. Da hätte ich jetzt lange gesucht, weil ich habe gerade noch auf die Karte hier geguckt und habe geguckt, welche Räume so rot sind und habe mir gedacht, okay, der Durchgang zum Garten ist auch noch rot, aber da muss ich sicher nicht mehr hin. Das war original mein Gedanke, als ich die Karte angeguckt habe. Ohne Witz bin ich froh, dass ich geguckt habe oder ihr mir das gesagt hättet auch. Ja, oder, ey, chill, alles muss ich selber machen. Die könnte ruhig mal, weißt du, in einem modernen Videospiel, oh Gott, das war in dem neuesten God of War, war das so nervig, ey, ohne Witz.
ich fand das Spiel total cool, ne? Hat mir gut gefallen. Das ist kein ernst gemeinter großer Kritikpunkt. Aber die NPCs lassen dir wirklich keine 2 Minuten, dass du irgendwelche Rätsel selber löst. Du fängst gerade erst an. So oft stand ich irgendwo und habe mir gedacht, ah, okay, hier ist ein Rätsel. Und habe mich so ein bisschen umgeguckt. Wisst ihr, nur die Kamera gedreht, um zu gucken, wie das gehen könnte. Und dann sagt der NPC, hey, guck mal, da hinten ist ein Seil. Willst du nicht das Seil mitnehmen und damit über die Schlucht dich drüber schwingen, du Trottel? Du hast länger als 30 Sekunden gebraucht, um dieses Rätsel zu lösen. Bist du eigentlich komplett dumm? Mach jetzt mal hinne. So ungefähr. Ich glaub, die haben das tatsächlich gepatcht, dass die nicht mehr ganz so schnell die Lösungen verraten. Aber meine Güte, haben die mich genervt. Ich hatte schon immer Angst, wenn Rätsel gekommen ist, dass ich gleich wieder beschimpft werde. Nee, die beschimpft waren nicht wirklich, obviously. Aber gefühlt, wisst ihr? Und alles spoilen. Oh Mann, ey. Genau, nach Resident Evil 1 Remake kommt Zero. Und morgen als Bonus kommt Alone in the Dark Remake. Aber höchstwahrscheinlich, wenn mich nicht alles täuscht, muss ich morgen schon um 15 Uhr anfangen. Und wir werden dann von 3 bis 6 streamen. Ich weiß, da werden viele von euch keine Zeit haben, aber keine Angst. Ne, der Stream ist abrufbar nachträglich, der verschwindet nicht. Ich lade den auch auf dem Let's Play-Kanal hoch. Und nächste Woche ist dann hoffentlich alles wieder zu geregelten Zeiten. Aber wie gesagt, mir ist da abends ein Termin reingerutscht, den kann ich nicht absagen. Und ich will es auch nicht auf einen anderen Tag schieben. Werden wir so machen. Ich habe nie bei den Eisgletscher drin einen Eingang gefunden. Und wo die mir die Tipps bei diesem Sumpf gegeben hat, da hatte ich mich immer gewundert, hä? Wo meinen die denn? Da kann ich mich, so spezifisch kann ich mich nicht mehr erinnern, welche Stelle du meinst. Aber die haben mich so genervt, ey. Dass die mich bei den Rätseln so zugelabert haben die ganze Zeit. Nee, ist die Woche wirklich alles blöd. Also das wird nicht anders klappen. Ich habe die ganze Zeit jetzt drüber nachgedacht, aber das ist schon die beste Lösung. Das war bei God of War, wo du mit diesem kleinen Boot durch den Sumpf gefahren bist. Ah, okay. God of War 2 war schon echt gut, ne? Ich mochte das schon voll gerne. Ich habe einen Ink Ribbon dabei? Was? Okay, von mir aus. Dann speichern wir nochmal. Gerade, vor allem, ich finde, es lohnt sich da auch wirklich, das Spiel zu completen, um das wirkliche Ende am Schluss zu sehen. Das war schon sehr emotional und cool und so, ne? Doch, doch, das hat mir schon gut gefallen. Aber toll. Stars. Ja. Sony macht schon verdammt gute Spiele. Also die Studios, die Sony hat, machen verdammt gute Spiele. Das muss man wirklich sagen. Ich finde das Konzept vom Game Pass total großartig. Und es wundert mich immer, dass sich die Xbox mit dem Game Pass nicht besser verkauft hat. Aber Microsoft hat wirklich Probleme, wirklich gute First-Party-Spiele auf die Beine zu stellen, ne? Und Sony haut halt wirklich ein großartiges Spiel nach dem anderen raus, das muss man schon echt sagen. Also wenn es um den First-Party-Support geht, kann ich verstehen, warum Sony in der Konsolengeneration so abräumt. Auch wenn ich den Game Pass immer noch als Konzept gut finde, aber da fehlen die großen Titel, die irgendwie, ne, richtig antreiben. Den Game Pass kann man, glaube ich, auch am PC benutzen. Genau, das stimmt. Das sowieso. Da hast du recht. Lisa und Nemesis, die wären ein echt tödliches Duo. Lisa, it's your birthday. Oder so. Jill, you're alive. I was worried, because I thought you were...
start talking. Calm down. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me. Also ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber so viel ich weiß, ist ja tatsächlich die PlayStation Sonys letztes großes Zugpferd. Ich glaube, wenn die nicht hätten, hätten die eher auch ein Problem. Und dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass Microsoft die einfach snackt. Ja, hier, Barry, nimm die Waffe. Barry ist schon in Ordnung, Jill. Du weißt es jetzt noch nicht, aber auf Barry kann man sich schon verlassen. Das wird sich alles noch aufklären. Wow, war das ein cooler Move gehabt von ihr. Lisa, ich will dir doch gerade nur helfen. Weißt du, du verstehst das jetzt noch nicht, aber guck mal, was ich für dich hab. Dein Mutter sein Schädel. Guckt. Und irgendwie haben wir jetzt, glaube ich, sowas wie ein Happy End für Lisa, in gewisser Weise. Von der Ausgangssituation her, so der Best Case. Sie hat endlich diesen Steinkoffer geöffnet, wo der Geruch ihrer Mutter war und ist jetzt wieder vereint mit ihr irgendwie. Keine Ahnung, ob man das als Happy End werten kann, aber irgendwie in ihrer Perspektive hoffe ich zumindest. Ich hoffe es für sie. I don't believe that thing's really dead. Ich glaube, sie zieht jetzt die Haut von ihrem Gesicht über den Schädel wahrscheinlich, ja. Und ich finde das wunderschön. Oh Gott. Ach, dammit. Jetzt bräuchte ich die Medaillen. Na gut, gehen wir nochmal kurz zurück. Und dann gehen wir eh schon ins Labor. Crazy, crazy wazy. Das heißt, ich darf mich darauf einstellen, dass wir nächste Woche mit Zero anfangen. Wir werden dann ziemlich sicher nächste Woche mit 1 Remake fertig. Ja. Tatsächlich, Falcon. Da war tatsächlich schon Las Plaga im Einsatz. Mehr oder weniger. Also, so wie die Resident Evil Lore aktuell aussieht, ne, wenn man die neuesten Spiele berücksichtigt, dann hat ja quasi Luis Sierra aus Resident Evil 4 Remake mit auf Basis der Plaga für Umbrella am Nemesis-Projekt mitgeforscht und den NE-Alpha-Parasiten mitentwickelt. Das heißt, der NE-Alpha-Parasit, der Nemesis eingepflanzt wurde, basiert auf Plaga, soweit wir wissen. Es wird ja alles nur angedeutet, aber das ist relativ, da gibt es relativ viel Zusammenhänge. Und so ein NE-Alpha-Parasit, der für die Nemesis-Forschung benutzt wurde, wurde auch schon Lisa Trevor eingesetzt. Also basically tatsächlich, wenn man so will, ein Plaga. Aber Lisa Trevor hat in ihrem Körper eher zufällig quasi, weil in ihr einfach so viel Shit unterwegs war, den G-Virus entwickelt. Der kommt aus Lisa Trevor. Die ist auch so von der Story her so ein Knotenpunkt, wenn man so will, ne? Ein wichtiger. Und deswegen konnte sie durch den NE-Alpha-Parasiten nicht kontrolliert werden, so wie Nemesis, sondern der NE-Alpha-Parasit wurde vom G-Virus in ihrem Körper assimiliert und in ihre DNA einfach eingebaut. Der hatte überhaupt keine Chance, dass er irgendwie das zentrale Nervensystem übernimmt. Und deswegen hat sie so Tentakel und so Nemesis-artige Fortsätze und so parasitäre Charakteristika. Die sind aber in ihre DNA eingebaut. Und dann hat eben Birkin gesagt, ach, also dieser G-Virus, den die da drin hat, der scheint ja nice zu sein. Und dann, na, Resident Evil 2.
alles hängt zusammen. Es ist wirklich so, ne? Mit damals haben sich die Autoren und die Autorinnen hinter Resident Evil, ich glaube, es war vor allem wirklich ein Autor, der da federführend war, haben sich wirklich noch Mühe gegeben, das alles so miteinander zu verbinden. Das kann man leider jetzt nicht mehr so sagen. Bei den aktuelleren Teilen. Da werden einfach bei den Remakes Sachen komplett neu geschrieben und dann sagt das Team so, ihr könnt euch aussuchen, was jetzt offiziell Kanon ist und was nicht. Alles stimmt und nichts stimmt. Dankeschön, das ist toll. So. Wolfsmedaille rein. Genau, Lisa war lange Zeit halt die Probe für alles. Die ist halt unsterblich. Umbrella hat ja sogar versucht, sie zu vernichten und hat es nicht geschafft. Auch wenn ich mir das irgendwie nicht vorstellen kann, dann steckt sie halt irgendwie 5 Stunden lang in einem Hochleistungsofenbrenner. Ne? Irgendwann wird schon mal kein Gewebe mehr da sein, das ich regenerieren kann. Aber Umbrella hat es nicht geschafft, sie umzubringen aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung. Das kann man sich schwer vorstellen, ne? Aber sie ist anscheinend so unsterblich, dass selbst die große böse Biowaffenfirma es nicht schafft, sie umzubringen. Naja. Umbrella ist auch unfähig. Das ist auch wieder wahr. Da hast du recht. Muss man auch sagen. Ja, das stimmt. So wie ich Umbrella kenne, haben die wieder Passwörter für irgendwelche streng geheimen Lisa-Trevor-Entsorgungsprotokolle irgendwo offen rumliegen lassen. Und irgendwer hat sich einfach einen Streich draus gemacht, eine Datei zu schreiben, was schon alles versucht wurde. Und dann haben die Verantwortlichen gesagt, ach guck mal, die haben da schon alles versucht und die ist nicht gestorben. Krass. So war es wahrscheinlich. Liebes Tagebuch, das Passwort für mein streng geheim Terminal ist der Vorname meiner Ehefrau, Anna. Every Umbrella Employee ever. Das ist der erste Remake vom ersten, den wir hier gerade spielen. Wie spät ist es? 41, gehen wir rein. Noch. Nee, die Blutegelforschung hat noch mal ganz andere Gründe. Die ist sogar noch älter als Lisa Trevor. Die haben quasi die Blutegel, also im Endeffekt hat Marcus mit Hilfe von Blutegel-DNA erst den T-Virus entwickelt, so wie wir ihn kennen. Das war quasi der Moment, wo der Progenitor-Virus zum T-Virus wurde. Der hat quasi Egel-DNA in sich. Ja. Die dürften aber tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, nicht älter, sondern eher zur gleichen Zeit wie Lisa entstanden sein, aber ja. Die zweite Modisk. Hey, ich schwöre, ich habe die andere Modisk vergessen, oder? Oder? Vielleicht auch nicht. Oder ist die nicht unten im Heizungskeller? Nee, ist nicht im Heizungskeller. Ja, Chris, sorry, dann musst du sterben. Ich gehe jetzt nicht zurück in die Höhlen. Schauen wir mal. Jetzt gerade habe ich keinen Bock. Hätte ich keinen Bock, zurück in die Höhlen zu gehen. Aber nächste Woche sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus. Ein
so, ja. Boah. Meint ihr, Bethesda macht das? Meint ihr, Bethesda haut auf dem Weg zu Fallout 5, der ja noch weit weg ist, und ein Fallout New Vegas 2, ne, wissen wir nicht, ob wir jemals kriegen. Meint ihr, die hauen Remakes raus? Ich finde, Fallout 3 und New Vegas könnten echt schöne, gute Remaster zumindest vertragen. Wobei das natürlich Mods mittlerweile auch schon einfach gut machen, ne? Das sieht irgendwie aus wie ein Regal oder ein Schrank, finde ich, ne? Dankeschön, Bert. Freut mich sehr. An X-Ray. Clark David, Nummer 11. Und das Rätsel kann ich mich ehrlich gesagt auch gar nicht mehr erinnern. Das gibt's auch nur im Remake, ne? Lunge, Esophagus, Magen, Leber, großer Darm, kleiner Darm, Enddarm. Und da steht was auf einem Notizzettel. Um die elektronische Tour zu benutzen, müssen die Gedärme, die Organe in alphabetischer Reihenfolge sortiert werden. Was? Warum? Ach so, ich muss das jetzt manuell machen, per Hand. Oh Gott, ich habe gar nicht genug Platz im Inventar dafür. Ja, wisst ihr was? Bam. Okay. Dann nehme ich jetzt nochmal Ed Fischer. Vorname oder Nachname in alphabetischer Reihenfolge? Ach, Ed Fischer kann ich gar nicht nehmen. Ach, guck. Ja, dann müsste das jetzt eh schon stimmen. Dann hätte ich das Kraut gar nicht benutzen müssen. Ach so, und jetzt kann ich die verschieben. Was? Nee. Ah, ich verstehe. Ja, ist gerade ein bisschen weird hier. Alles gut. Der Grünfilter in Fallout 3. Ja, das war für viele ein Problem. Mir ist das damals ehrlich gesagt nicht mal aufgefallen. Aber ja, der ist nicht sehr beliebt. Forscherbrief. Meine liebe Ada. 8. Juni 1998. Wenn du das hier liest, werde ich nicht mehr die Person sein, die ich einmal war. Die Ergebnisse meiner Tests sind heute zurückgekommen und wie ich befürchtet habe, sind sie positiv. Ich werde komplett irre, wenn ich an mein nahe rückendes Ende denke. Ich würde alles dafür geben, nicht einer von denen zu werden. Soweit ich weiß, bist du nicht infiziert. Ich hoffe wirklich... Was? I sincerely hope things do not reach such a desperate pass. But if it has turned out that you are now the last person remaining alive... Ach so, ich hoffe, es kommt nicht zu so einer dramatischen Situation, aber solltest du die einzige Person sein, die noch am Leben ist... Möchte ich, dass du das Material von dem Visual Data Room nimmst. Und dann aktivier den Selbstzerstörungsmechanismus im Energieraum und verschwinde von hier. Bitte tu alles in deiner Macht Stehende, um diesen Vorfall publik zu machen. Wenn alles normal läuft, sollte es dir möglich sein, die Sicherheitsschlösser zu öffnen. Ich habe einen Terminal aufgesetzt im kleinen Sicherheitsraum, in den du dich einloggen kannst. Benutz meinen Namen und deinen Namen als Passwort. Du brauchst noch ein Passwort, um das Schloss der Kellertür im zweiten Stock zu öffnen.
wo sich der Visual Data Room befindet. Als Sicherheitsmaßnahme habe ich das Passwort in ein Röntgenfoto eingraviert. Ich kenne dich und ich bin mir sicher, du wirst es schon rausfinden, ohne Probleme. Es gibt nur eine Sache, die ich dir noch sagen will. Und das ist mein letzter Wunsch. Ich hoffe, du musst niemals ein Auge auf mich in diesem Zustand werfen. Aber solltest du mir in dieser schrecklichen Form begegnen, bitte ich dich, mich aus meiner Qual zu befreien. Ich hoffe, du verstehst. Danke, Ada. Dein John. Okay. John, Ada. Muss ich noch irgendwo, Ah, hier, da. Dich habe ich gesucht. Okay, Teile leuchten jetzt rot. Okay, wartet mal. Wir haben, ich muss mir das kurz notieren, auf meinem Umbrella-Notizzettel mit meinem Umbrella-Kugelschreiber. Yeah, nämlich, da habe ich auch meine ganzen geheimen Passwörter draufgeschrieben. Aber das sind eh nur die Vornamen meiner Haustiere und Familienmitglieder und so. Geburtsdatum. Was man also als Passwort benutzt bei Umbrella. Ich nehme mal die Anfangsbuchstaben der Körperteile, ne? Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Das wäre CEL, glaube ich. Und was war das letzte? CLL. Hm, okay. Cell. Das kommt mir richtig vor. Ich habe das vage in Erinnerung, dass das stimmt. Wie der Dragon Ball Bösewicht. Hi, Noob. Umbrella hat halt auch seine Passwortrichtlinie. Die müssen streng eingehalten werden. Wahrscheinlich. Passwörter dürfen keine Zahlen oder Sonderzeichen beinhalten und maximal 4 Buchstaben. Das ist wahrscheinlich so das Umbrella-System. 4 Buchstaben, keine Sonderzeichen. Leider hat ihr Passwort zu viele Buchstaben. Otto 1. Leider beinhaltet ihr Passwort ein nicht erlaubtes Zeichen. Ada, ja. Na also, geht doch. Ja, ja. Albert, ne. Das Passwort ist viel zu komplex, spinnst du? Das hält unser System nicht aus. Und ein Buchstabe muss zweimal vorkommen, genau. Maximal 4 Buchstaben, aber nur 3 unterschiedliche. Also insgesamt maximal 4, aber nur 3 unterschiedliche, bitte. Unsere Rechner packen das sonst nicht. Tada! Okay, pass auf. Nein, was habe ich getan? Ich habe was Falsches getan. John. Ada. Ja, nur Großbuchstaben natürlich, keine kleinen Buchstaben. Cell. Unlocked. Tada! Und B3 auch gleich noch, wenn wir schon dabei sind. Okay. Danke, Computer.
Du bist mein bester und einziger Freund hier. We Act Researchers Note. Okay, es gibt Beweise dafür, dass wenn der Host, der Wirt das Bewusstsein verliert, der Körper in einen Ruhezustand übergeht. In dieser Zeit wird der Virus aktiv und transformiert den Wirt sehr schnell und die Komponenten des Körpers. Und dann wird der Wirt zu einer humanoiden Kreatur. Wir nennen sie We-Acts. Es beschleunigt eine unglaubliche muskuläre Entwicklung. Und wird sehr agil und sehr aggressiv. Bereits 4 von unseren Wissenschaftlern sind gestorben, als sie versucht haben, sie zu füttern. Dabei wurde der Ort in ein Blutbad verwandelt. Seit den tragischen und barbarischen Unfällen haben wir beschlossen, sie Crimson Heads zu nennen. Oh, echte Resident Evil Fans nennen sie natürlich Headshrinkers, aber das wissen ja die Umbrella-Forschenden zu der Zeit noch nicht. Also, dieser gefährliche und bösartige Prototyp kann hier nicht gelassen werden. Wir müssen einen Weg finden, sie zu terminieren. Nee, warte mal. Was? We have to figure out a way to deal with it. Terminating is definitely... Ach so, sie zu terminieren ist keine Option. Aber wir müssen einen Weg finden, mit ihnen umzugehen. Wir haben letztendlich beschlossen, sie einzufrieren. Aha, im Keller. Im Hintergrund. Im hinteren Friedhof-Dingens. Hatte gut funktioniert. Wo ist denn das leuchtende Item? Das gibt's doch nicht. Guck mal, ich sehe da eine Batterie und ich kann sie nicht nehmen. Ah, jetzt. Hey, ich habe so viel defensive Waffen dabei, das ist crazy. Kadavers gefroren und eingetütet. So, was habe ich hier noch übersehen? Der Raum ist noch rot. Was habe ich denn wirklich übersehen? Ich weiß es nicht. Wir müssen lernen, mit ihnen umzugehen. Gebt ihnen eine Gehaltserhöhung und Weihnachtsgeld. Wer weiß, vielleicht hätte es funktioniert. Die Crimson Heads. Ja, die sind schon eine sehr coole Neuerung auch, ne? Finde ich schon sehr cool. Weil die einfach das Spiel noch mal ganz stark verändert haben. Sehr cool. Hello, is it me you're looking for? Crimson Heads, das wären tatsächlich Gegner, die würden auch zu neuen Resident Evil Teilen passen, ne? So ein Crimson Head wäre auch ein guter Gegnertyp für ein Resident Evil 4 Remake oder sowas, ne? Das würde funktionieren. Weil so normale Zombies wären jetzt für Resident Evil 4 Remake viel zu lahmarschig. Aber Crimson Head? Immer her damit. Hello? Ah, nein! Er war zu schnell für mich. Turbo Zombie. Oh mein Gott. Das war jetzt aber mal eine erstaunliche Wendung von ihm. Fax an die Sauberkeitsdivision oder sowas. An den Manager der Sauberkeit. Vom Raccoon Disaster das Raccoon-Katastrophen-Eindämmungskomitee.
Die Inhalte dieses Faxes sind streng geheim und nur für den Adressaten gedacht. Jede Kopie oder Veröffentlichung oder sowas dieses Inhalts, dieses Fakts an eine dritte Partei ist strengstens verboten vom Absender. Nachdem dieses Fax gelesen wurde, muss es sofort zerstört werden. Da sind wir wieder bei Umbrellas Sicherheitsmaßnahmen. Ja, mache ich morgen. Nächste Woche kommt der streng vertrauliche Datenvernichtungsmind. Solange lasse ich das hier mal noch auf meinem Schreibtisch offen liegen. Na, ich muss jetzt mein Passwort ändern, das hat zu viele Buchstaben. A, B, C. Ah, nee, A, B, B. Ja, genau, gut. We accept. Ach so, wir gehen von einer signifikanten Erhöhung des Schadens, der durch den T-Virus-Ausbruch ausgeht, aus. Das finden wir nicht sehr gut. Deswegen haben wir mehrere Sorgen. Unsere erste Sorge: Mehr als die Hälfte der Wissenschaftler wurden infiziert vom T-Virus und sind gestorben. Es wurde außerdem gemeldet, dass fast alle der Überlebenden Symptome des T-Virus zeigen. Unsere zweite Sorge: Unsere geheime Sicherheitspatrouille wurde komplett vernichtet. Unsere am meisten geheim gehaltene Forschung läuft Gefahr, publik zu werden. Schnelle Aktionen sind gefordert, um eine Berichterstattung der Massenmedien zu verhindern. Dritte Sorge: Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die meisten Versuchsobjekte frei rumlaufen innerhalb der Einrichtung. Deswegen werden ziemlich viele Leute sterben, was wir nicht so cool finden. Aber was wir eigentlich schon cool finden, weil immerhin werden dann keine Informationen freigegeben. Aber es müssen jetzt Aktionen in Kraft treten, die wirklich dafür sorgen, dass nichts an die Öffentlichkeit gelangt. Genau, und jetzt schicken wir die Stars-Team. Moment mal. We suspect... Ach so. Wir gehen davon aus, dass nun als erste öffentliche Intervention das Stars-Team der State Police hier ankommt. Wir empfehlen dringend, Gegenmaßnahmen gegen sie einzuleiten. Immer diese Beamtendeutsch-Faxe, ne? Oh Gott, ey. Ich find's lustig, dass die einfach aussehen wie Gamecubes. Ich frage mich, ob das Absicht ist. Und ich könnte es mir vorstellen, weil das Spiel ist ja original für ein Gamecube erschienen, ne? Und die Dinger sehen... Also für mich war damals klar, dass das eine Gamecube-Referenz ist. Aber ich weiß nicht, was eine Modisk ist. Ich weiß nicht, wie Geräte aussehen, in die man Modisks reinsteckt. Ich weiß nicht, was das alles sein soll. Okay, das Ding explodiert. Sieht aus wie ein Refueling-Device. Hier haben wir das Magnetband. Das kommt oben, glaube ich, Dingsy, dann rein in dem einen Raum. Speicherband brauchen wir nicht unbedingt. Was war da? Das war der Röntgenraum, ne? Da muss ich, glaube ich, nicht mehr rein. Sheps 0N ist jetzt ein Bird-Rider. Musik in meinen Ohren. Shepson, vielen, vielen Dank für 18 Monate. Wow, lange Zeit. Dankeschön. Ja, da kriege ich so Flashbacks mit Sprengstoff mit sich führen und langsam laufen müssen an Castlevania 64. Oh mein Gott, habe ich die Passage gehasst mit dem Quecksilber.
Quecksilber? Es war kein Quecksilber. Es war... Was war's denn? Oh, oh. Nitroglycerin. Das ist das Wort, das ich gesucht habe. Nitroglycerin. Genau. Nitroglycerin. Das war so eine gemeine Passage. So. Was haben wir denn hier? Ah! Die Maudisk. Wir haben doch alle. Dann war... Dann... Ja, aber im... Im Original... Ein wildes Zombie-Mon erscheint. Ich bin verwirrt. Im Original findet man, glaube ich, eine der Modisks nämlich in den Höhlen. Und ich habe jetzt im Remake keine in den Höhlen gefunden und war deswegen verwirrt und hatte Angst und war irritiert. Aber jetzt ist alles gut. Ich bin erleichtert. Hallo, Weltgeschichte. Ja, ne, das war krass. Ey, ohne Scheiß, das ist eine der schlimmsten Passagen in der Videospielgeschichte da bei Castlevania 64. Da habe ich immer noch Albträume davon. Jede Nacht wache ich schweißgebadet auf. Das Nitroglycerin. Ich darf nicht springen. MA39 Cerberus. FI03 Neptun. MA121 Hunter. T002 Tyrant. Wesker ist einfach, weißt du, Wesker halt einfach steht da im Labor neben seinen ganzen Kollegen und Kolleginnen mit seiner Sonnenbrille. Weißt du, wenn er wenigstens dann ab Code Veronica so Reptilienaugen hat. Okay. Aber das ja auch in der Anfangssequenz, wo die nachts mit dem Hubschrauber irgendwo im Feld landen, steht er da, ist es einfach großartig. Wesker ist einfach der Beste. I wear my sunglasses at night. Okay, die bioorganische Waffen-Research-Gruppe. Gruppe. Muss ich mir das aufschreiben? Ich weiß es nicht. Ich schreibe es mir lieber mal auf. 834170623. Ich kann keine Zahlen mehr schreiben, Leute. Holy shit, guckt euch mal meine 3 an. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Man erkennt immerhin, ne? Ich kann keine 3 mehr. Ich habe verlernt, wie 3s gehen. Okay. Ich habe lange nicht mehr mit der Hand geschrieben. oh Mann, ey. Jetzt kann ich immer noch nichts carryen. Ich dachte, wir benutzen hier die... Magnetspule. Oder habe ich das verwechselt? Sicherheitsprotokolle. Stufe 1. Hubschrauberlandeplatz für Verantwortliche, für höhere Personen. Nur für höhere Personen. Mein Hirn ist so matsch. Mein Hirn ist so kaputt mittlerweile. Diese Restriktion trifft allerdings nicht zu im Falle eines Notfalls. Keller, Level 1, Passage zum Hubschrauberlandeplatz. Eingang ist untersagt, außer wenn man von einem leitenden Wissenschaftler oder sowas oder dem Sicherheitschef begleitet wird. Unautorisiertes Personal, das den Hubschrauberlandeplatz betritt, wird sofort erschossen. Aufzug. Der Aufzug fährt nicht mehr im Fall eines Notfalls. Keller Level 2, visueller Datenraum, wird vom Special Research Division benutzt und nur von der Special Research Division. Alle anderen dürfen nicht in den visuellen Datenraum und müssen vorher von Keith Arving geklärt werden, also eine Genehmigung bekommen, der Raummanager. Und dann haben wir noch das dritte Level des Basements, das Gefängnis. Die Sauberkeitsdivision kontrolliert das Gefängnis. Und ein leitender Wissenschaftler, E. Smith S. Rose A. Wesker, muss anwesend sein, wenn virale Sachen angewendet werden. Die dreifach gelockte Tür
wer den Raum betritt, ist limitiert auf eine einzelne Person. Das Ding wird deaktiviert durch die Passcodes und ja, wir müssen halt Krista retten. Haltet alle die Klappe. So. Um Gottes Willen. Ich kann nicht mehr. Wo ist denn jetzt hier diese geheime Klappe? Gibt's die im Remake nicht? Ah, hier. Na also. Okay, Achtung. 8, 3, 4, 1. Oh, Mist. Okay, ich muss mir den Film, glaube ich, noch mal kurz ansehen. Vielleicht sind da ein paar Zahlen hervorgehoben. Acht, drei, vier, eins, sieben, null, sechs, zwei, drei. Verstehe ich nicht. Na gut, wenn es nicht die ersten vier Zahlen sind, versuche ich einfach mal die anderen. Sieben. Ah, es gibt keine Null. Dammit. Vielleicht ist es... Vielleicht ist es 3, 4, 1, 7. Nee. Den Rotfilter für den Projektor. Okay. Hi, Kater. Was ist los? Dann gehen wir erstmal noch. Wisst ihr, wohin wir gehen? Speichern. Nämlich. Mir legt hier jemand dauernd eine Pfote auf die Schulter. Ich glaube, es ist jetzt höchste Zeit, dass wir hier Schluss machen. Oder? Dann machen wir das. Die Katze hat gesprochen. Ne, wenn Gannon ruft, dann wird der Stream beendet. Der ruft schon seit 3 Stunden. Aber jetzt wirklich. Jetzt wirklich Kater. Kleiner Terror-Lord. Okay, cool, Leute. Dann haben wir jetzt echt nicht mehr viel Spiel vor uns. Ne? Nächste Woche werden wir das Ding beenden. Und dann freue ich mich auf Resident Evil Zero. Also, freuen ist ein großes Wort, aber ich bin gespannt drauf. Und dann kommen, glaube ich, die Outbreak-Teile. Oh, da bin ich wirklich auch sehr gespannt drauf, weil das sind tatsächlich Spiele, die ich nur sehr wenig gespielt habe. Das ist noch so ein schwarzes Loch in meiner Resident Evil-Historie. Ich glaube tatsächlich die letzten. Ich glaube, wenn ich die Outbreak-Teile 1 und 2 gespielt habe, dann kann ich endlich behaupten, dass ich alle Resident Evil-Teile durchgespielt habe. Weirde kleine Handyspielchen, die schon mal erschienen sind, teilweise Japan-exklusiv und so, mal ausgenommen. Cool, Leute. Dann freue ich mich auf nächstes Mal, beziehungsweise auf morgen, ne? Schon 15 Uhr geht's los. Da spielen wir Alone in the Dark. Schauen wir uns mal an. Und ja, nächste Woche bringen wir das jetzt zu Ende. Coolio, vielen, vielen Dank für die Subs heute. Hat mich sehr gefreut. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschö. Gute Nacht.